Ja, kurzer Hinweis, wer kein Intro haben möchte, der darf auf circa 4 Minuten 30 vorspulen und hat 4 Minuten 30 gespart. Oder alternativ, wer kein Outro haben möchte, also noch ein bisschen Philosophisches und nicht ganz so Wichtiges, der kann ab einer Stunde 35 oder was auch nicht mehr zuhören, beziehungsweise aufhören zuzuhören. Ne? Also das nur der Kern des Ganzen ist also knappe anderthalb Stunden lang. Nicht ganz. Gesamtlänge ist dort etwas höher, wie man sieht. Und ja, da kann man ein bisschen Zeit sparen, für wen das relevant ist. Das wollt ihr ja immer wissen, oder zumindest einige von euch. So, und jetzt geht's los. So, hallo und herzlich willkommen an der Schwarzwald. Nee, das ist ja gar nicht die Schwarzwald-Hochstraße. Eine Seitenstraße der Schwarzwald-Hochstraße. Da hinten das ehemalige Schwarzenbach-Hotel. Und ja, das ist die Schwarzenbach-Talsperre, an der ich hier jetzt gerade stehe. Dachte mir heute, ich will mal ein bisschen woanders hin. Nicht, dass es bei mir nicht auch schön ist, aber ja, ich hatte einfach Lust. Und diesen Winter hatten wir wenig genug Schnee. Also dachte ich mir, ich gehe noch ein bisschen in den Schnee, werde ein bisschen beim Laufen was erzählen und werde dann mich nachher auch noch ein bisschen hinhocken für den Rest. Thema Lösungsansätze für die Probleme des Waldes. Heißt im Klartext, der Wald hat diverse Probleme, die werden sich zum Teil auch noch vergrößern, aber was mir wichtig ist, wir wissen bei vielem schon recht gut, wie wir damit umgehen müssen. Es gibt aber auch Sachen, die sind einfach unlösbar, da ist es nicht möglich, nennenswert einzuschreiten, und dann möchte ich auch in diesem Fall die Konsequenzen nennen, die es dann wahrscheinlich geben wird. So, und ja, wie gesagt, das ehemalige Hotel, das steht schon ziemlich lange leer. Es gibt hier auch noch, möchte ich nur kurz erwähnen, diesen kleinen Kiosk hier. Den kenne ich auch noch gut aus meiner Jugend, dass man da die Eltern gebeten hat, doch einen kurzen Stopp zu machen, um beim Kiosk noch eine heiße Wurst mit Brot und Senf zu bekommen und diese dann zu verzehren. Also der war eigentlich immer sehr gut besucht. Ich habe ihn die letzten Jahre selten offen erlebt. Ich will jetzt nicht sagen, er ist gar nicht mehr offen, aber ja, wie gesagt, nur selten. So, und jetzt latschen wir einmal über die Talsperre, über den Damm. Hier ist es etwas glatt, daher muss ich da ein wenig vorsichtig sein. Und daher werde ich auch erst erzählen, wenn ich auf der anderen Seite bin. Und von da haben wir auch tatsächlich noch mal besseren Blick. So, ich bin auf der anderen Seite angekommen, aber bevor wir jetzt loslegen, noch etwas Regionalpatriotismus. Unsere Rudolf-Fettweis-Werk-Einrichtung hier mit Schild dazu. Da wurde durchaus schon viel drüber diskutiert. Sehr alt ist natürlich die Schwarzenbach, der Schwarzenbach-Stausee bzw. die Schwarzenbach-Talsperre hier zu sehen. Ich hoffe, ihr seht das da einigermaßen gut im Hintergrund. Sollte reichen für den Zweck. Und ja, das Ding ist jetzt 100 Jahre alt, 104 genau genommen. 2018 hat es 100-jährigen Geburtstag gehabt. Wenn man die Bauzeit von 4 Jahren mitrechnet, dann 1914 hat man hier mit dem Bau angefangen. Ist toll, weil es halt nach wie vor eine super praktische, nachhaltige Form der Stromerzeugung. Nixe CO2-Emissionen, jedenfalls nicht mehr, seit das Ding fertig ist. Kaum, ne? Also hier und da mal ein bisschen Wartung und so weiter, und dass da meiner mit dem Auto fahren muss, um nach dem Rechten zu sehen und so weiter und so fort. Aber dafür erzeugt das Ding regelmäßig und zuverlässig hier Strom für uns in der Region mit diversen anderen Stauseen, die man ja laut Karte hier vielleicht noch erkennen kann. Da ist noch einer, da ist noch einer. So kleinere Sachen, die alle mehr oder weniger letztendlich durch die große Turbine unten beim Ausgleichsbecken durchgesaust werden. Das sieht man hier unten dann auch noch mal schön, hier das Ausgleichsbecken und eben wie das ganze Wasser dann erfolgreich darunter kommt. Ja, also das ist toll. Davon wäre es schön, wenn wir mehr hätten. Haben wir natürlich nicht. Wir sind ja bloß Deutschland. Und dementsprechend fehlt es uns an der notwendigen geografischen Situation oder mehr am notwendigen Relief auf gut Deutsch. Wir haben nicht genug Berge, um im größeren Umfang Stauwasser als Energiequelle nutzen zu können, ne? Also Wasserkraft auf gut Deutsch. Ja, ist übrigens kein Pumpwasserspeicher, soweit ich weiß. Man kann das Wasser nicht mehr hochpumpen.
Man kann lediglich was runterlassen, wenn man Strom braucht. Wenn es dann oben alle ist, dann ist erstmal alle, bis wieder genügend geregnet hat, dass wieder genügend nachgekommen ist. Soweit ich weiß, aber ist ja nicht mein Fachgebiet. Mein Fachgebiet hingegen, und damit kommen wir zum Thema, wäre das da drüben. Ja, das nennt man Wald. Und um dessen Zukunft soll es heute gehen. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich zwischendurch Rotznasenmomente habe. Das liegt daran, dass es A, kalt ist. Ja, was gehe ich depp auch in den Schnee. B, ich eine Rotznase habe. Und C, die Kombination aus beidem für unschöne Geräusche und vielleicht das eine oder andere unschöne Bild sorgen wird. Ich versuche das aber so gut es geht zu reduzieren. So, Folgendes. Ja, bei allen Problemen, die der Wald gerade so hat, gibt es einen, unabhängig von den anderen Problemen sozusagen, einen... Oh, was bist denn du? Bist du einfach eine dicke Meise? Ja, war einfach nur eine dicke Meise. Hat man wahrscheinlich nicht gesehen. Dafür ist der Zoom ja nun nahezu nicht existent. Ja, es gibt nahezu einen universellen Lösungsansatz, für den wir gar nichts können, der allerdings noch so wenig erforscht ist, dass wir seine positive wie auch negative Wirkung noch nicht vollends erfassen können. Wir gehen aber schwer davon aus, dass es sich um eine sehr, sehr positive Wirkung handeln wird. Und zwar handelt es sich um den Prozess der epigenetischen Modifikation. Klingt toll, ne? Was ist das? Naja, das heißt, ganz grob formuliert und ganz einfach formuliert, und wie gesagt, da muss noch ganz viel Forschungsarbeit gemacht werden, es ist möglich, dass ein Lebewesen im Laufe seines Lebens seine DNA modifiziert. Ja? Also machen wir uns erstmal noch mal kurz klar. DNA, altes Sichtfeld. Ja? Altes Sichtfeld aus dem Biologieunterricht. DNA kriegst du mit Geburt. Puff, die ist dann fix und die bleibt, wie sie ist. Und du kannst sie weitergeben bei der Reproduktion. Und ansonsten ist die fix und bleibt, wie sie ist. Du lernst dann noch ein bisschen was dazu und so weiter und so fort. Und lernst Dinge, die mit deinen Genen nichts zu tun haben. Da gibt es ja viele Beispiele heutzutage, dass eben nicht alles die Gene ausmachen. Vieles auch die Erziehung zum Beispiel. Und die Erfahrungen, die man so gemacht hat. Aber ja, im Grunde ist die fix. So, und jetzt stellen wir fest, je nach Organismengruppe ist die DNA im Laufe des Lebens eben doch nicht fix. Ja, die bleibt zwar grundsätzlich schon dieselbe, aber man kann an diese DNA, die immer dieselbe bleibt, auch noch was dran heften. Ja? Und das ist jetzt die epigenetische Modifizierung, nämlich alles, was an der DNA noch dran klebt, ist ja im Laufe des Lebens erworben. Und diese Anhängsel an der DNA können dazu führen, dass bestimmte Gene vermehrt aktiviert werden oder stärker aktiviert, stärker abgelesen werden als andere Gene. Und zwar über das Maß hinaus, was ursprünglich von der DNA her vorgesehen war. Das heißt, es kommt zwar nichts Neues drauf auf die DNA, aber das, was drauf ist, kann effizienter genutzt werden, sinnvoller und klüger genutzt werden, sozusagen. Ja? Und diese Anpassung ist eben über das Leben zu erwerben. So. Und das spielt bei manchen Lebensformen trotzdem nur eine geringfügige Rolle, weil du selber hast vielleicht davon, dass dein Leben lang deine DNA modifiziert wurde. Hast du was davon, wenn du 90 geworden bist, dann bist du vielleicht weise, zum Beispiel. Ja? Aber davon hat dein Nachwuchs nicht nix, weil den hast du vielleicht bekommen mit, keine Ahnung, 35, 40 oder gezeugt im Fall von uns Männern. Und genetisch gesehen können wir also nur an unseren Nachwuchs weitergegeben haben, was wir an genetischer Modifikation bis 30, 40 errungen hatten. Ja? Und jetzt kommt der Knackpunkt. Leider klappt auch das nicht, weil bei uns Menschen weitestgehend die Modifikation der DNA, die erworbene, gelöscht wird bei der Reproduktion. Dass also wirklich nur die pure DNA, die wir von Geburt an haben, weitergegeben wird. Und die Modifikation quasi keine Rolle spielen. Ja, also bei uns Menschen spielt das im Grunde keine Rolle. Aber da drüben, das sind ja nicht ganz viele Menschen, sondern das sind ganz viele Bäume.
Und bei Pflanzen ist es nämlich sehr wohl so, dass, und das wissen wir noch nicht im vollen Umfang, wie und wann und warum, aber ein Teil, mindestens ein Teil, der genetischen Modifikationen, die im Laufe des jahrhundertelangen, ja krass, da schreit er, der Kohlgrabe, wenn ich hier zu laut bin. Jedenfalls seit Jahrhunderten erworbene Informationen, die können weitergegeben werden. Und das Lustige ist, so ein Baum, der reproduziert sich ja nicht nur bis 30, 40 und wird danach nur noch alt und fällt dann auseinander, sondern der reproduziert sich eben bis ins höchste Alter. Ist überhaupt kein Problem. Und diese Erfahrung über die Jahrhunderte, wie man denn am besten da rumsteht, wo man steht. Das ist eine Info, die ein möglicher Nachwuchs eventuell sehr gut gebrauchen kann, insbesondere wenn der mögliche Nachwuchs plus minus nebendran steht. Ja, dann sind nämlich die Infos zum, wie steht man exakt da, sehr, sehr hilfreich, wenn ein Nachwuchs zum Beispiel da steht. Ne? Und die, es kann sein, dass es fundamentale Unterschiede zwischen da und da gibt. Das kann schon vorkommen. Ja, manchmal sind ein paar Meter auseinander entscheidend, aber vielleicht auch nicht. Und spätestens dann ist es eben toll, wenn man von der Lebensweisheit von Mutter-Vater-Baum, sind ja beides, profitieren kann und da eben von einem Haufen Informationen für die nächste Generation profitiert. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist der, dass die Bäume, die sich heute reproduzieren, heute, 2018 bis 20 erlebt haben, ja, und die werden 2018 bis 20 als Katastrophe sondergleichen nie dagewesenen Ausmaßes wahrgenommen haben und werden vielleicht, ja, wie gesagt, das wissen wir nicht hundertprozentig. Das ist eine große Hoffnung. Ja. Es ist nicht bewiesen, dass das so kommt, aber ich möchte trotzdem gerne loswerden. Vielleicht werden sie eine epigenetische Modifizierung durch 2018 durchgemacht haben und diese vollumfänglich oder zumindest ausreichend an die nächste Generation weitergeben und auch die Dringlichkeit der jetzt nötigen Angepasstheit auf noch nie dagewesene Trockenheitereignisse hoffentlich dem Nachwuchs so beigebracht haben. Davon abgesehen, die Bäume haben ja nicht nur 2018 erlebt, sondern wenn die angenommen 200, 300 Jahre alt sind, und da gibt es ja dann doch ein paar, die das sind im Walde, nicht so viele, wie man gerne hätte, klar, aber es sind doch insgesamt ein paar, und spätestens dann können sie quasi den kompletten anthropogenen Klimawandel zurückblicken und über den gesamten anthropogenen Klimawandel eine Aussage machen. Diese Aussage in ein paar Proteine verpacken und die Proteine an die zu reproduzierende DNA dranhängen und die Info ein Stück weit eben mit vererben. Ja, und spätestens wenn das funktioniert, dann sind wir definitiv fein raus. Und drum kann man vermuten, dass die nächste Baumgeneration erheblich besser an schnelle klimawandelbedingte Veränderungen angepasst sein wird, als das die aktuelle, jetzt noch alte Waldgeneration ist. Mit einer Ausnahme. Und auch hier kann man das vielleicht, auch hier ein großes Fragezeichen, aber vielleicht auch mit epigenetischer Modifikation erklären, dass ganz, ganz alte Bäume, also sprich 500, 600, sowas um den Dreh, die wiederum zeigen auch eine Anpassung an extreme Überleben, die sie aufgrund ihres Alters auf keinen Fall haben dürften, weil normalerweise, was bei den anderen Bäumen so ist, je älter die sind, desto empfindlicher sind sie auch. Also eine 300-jährige Buche hat erheblich mehr Schwierigkeiten gehabt, die letzten Jahre am Leben zu bleiben, als eine 40-jährige Buche, ja, zum Beispiel. Aber handelt es sich um einen Baum, der wirklich alt ist, also wie gesagt 500, 600, ja, dann ist das so viel Zeit, dass man zum Beispiel, und das ist jetzt nur eine Spekulation meinerseits, ne, eine qualifizierte Spekulation, aber ich sage das auch nur, damit ihr euch klar wird, was es da für Faktoren gibt, die da möglicherweise eine Rolle spielen könnten. Wer nämlich 500, 600 Jahre alt ist, der hat das Jahr miterlebt, in dem der Rhein ausgetrocknet ist. Das war irgendwann im 16. Jahrhundert. Kriegt das genaue Datum gerade nicht zusammen.
Und es gibt jetzt einen interessanten Zusammenhang, dass die Methusalem-Bäume von 500 plus Jahren erstaunlich wenig, oder zumindest viele von ihnen, erstaunlich wenig unter den 2018, 19, 20 Sommern gelitten haben. Vielleicht, weil sie in ihrem umfangreichen Leben sowas schon mal erlebt haben. Und wir wissen mit Sicherheit, dass alte Bäume problemlos in der Lage sind. Das wissen wir, das ist Fakt. Informationen über Erlittenes über Jahrhunderte zu speichern durch eben die Modifikation ihrer DNA. Ja, das heißt, damals 1548, keine Ahnung, ob das stimmt, aber tun wir jetzt mal so, war es besonders krass trocken. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sowas hat es ja noch nie gesehen. Das merkst du dir mal und machst dir eine Notiz auf der DNA, welches Gen da besonders hilfreich gewesen ist unter diesen Bedingungen oder was du hättest besser mehr ablesen sollen, was besonders effizient gewesen wäre. Und falls so ein Erlebnis nochmal wiederkommt, dann schmeiß genau dieses Gen an. So, und jetzt gibt es eben die Theorie, dass manche Bäume exakt das getan haben, die ganz alten, um eben 2018, 19 erstaunlich gut zu überstehen. Ne? Also einiger meiner Lieblingsbäume, die ich persönlich so kenne, so viele 500, 600-jährige Bäume kenne ich jetzt nicht persönlich. Ob die mich persönlich kennen oder mich einfach nur so als kleinen Pups in der Zeit wahrnehmen. Mir gefällt ja der Gedanke. Sofern Bäume überhaupt irgendwas in Form einer Wahrnehmung haben. Ja, haben sie schon. Sie können Reize rezipieren. Ne? Also das können sie in jedem Fall. Aber gut, lassen wir das. Das ist hochphilosophisch. Ja, jedenfalls, diese Bäume sehen zum Teil verboten gut aus, also viel besser, als sie eigentlich naturgemäß aussehen dürften. So, und damit bin ich an meiner Bank angekommen. Sofern ich jetzt hier hochkomme, ohne hier runter zu fallen, heißt das. Mal gucken. Ja, klappt. Man weiß ja nie, was unterm Schnee ist und meine warmen Schuhe sind nicht unbedingt die besten Schuhe zum Abseits der Wege rumlatschen. So, hier meine Bank. Ich mach's mir gemütlich und dann quasseln wir weiter. Jetzt weiß ich auch endlich, warum so eine Kamera, wie ich sie habe, das ist eine simple GoPro, eine Sprachsteuerung hat und man dem Ding sagen kann, dass die Aufnahme bitte starten möge, weil wenn man solche Handschuhe anhat, ist das echt hilfreich. Nee, wenn sie am Helm sitzt und solche Späße, ne? Das kannst du ja theoretisch, das ist ja eine Action-Cam eigentlich, ne? Weshalb das Bild eben hoffentlich einigermaßen wackelfrei war beim Hierherlaufen. Na egal, jedenfalls zurück zur epigenetischen Modifikation. Wofür ist die also gut? Na hoffentlich für alles. Und na hoffentlich wird die all unsere Sorgen in der Zukunft viel weniger groß erscheinen lassen, weil wir zumindest an einem Punkt schlau genug waren, nämlich die natürlichen Nachkommen der natürlich vorkommenden Baumarten neben ihren Eltern auch stehen zu lassen. Weil eine epigenetische Anpassung an Standort X, hier zum Beispiel, ja, das wäre nicht hilfreich, wenn du was hier wächst, ausbuddelst und nach Mecklenburg-Vorpommern verfrachtest, weil in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wohin, ist völlig egal, gelten halt andere Wachstumsbedingungen und eine jahrhundertelange Anpassung auf da ist in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel eben nicht hilfreich. Da bräuchte man eine jahrhundertelange Anpassung auf Mecklenburg-Vorpommern und zwar genau konkret einen Ort dort. Ja, das heißt, es kann sein, dass wenn wir, und das ist der Plan und der Trend, immer mehr auf Naturverjüngung setzen, sprich, wir pflanzen keine Bäume, sondern nutzen einfach die Samen der Bäume, die dastehen und lassen das hochkommen, was von alleine hochkommt, nutzen also die Regenerationskraft des Waldes, die er von Natur aus besitzt, überwiegend, wo es nicht anders möglich ist, muss man auch mal pflanzen, ja, gibt es zwei Gründe, um das zu tun, komme ich gleich noch dazu, wenn ich nicht vergesse, aber ja, dann kann diese epigenetische Komponente, genetische Komponente, ihr volles Wirkspektrum entfalten und das dürfte uns eigentlich nur recht sein. Ich hoffe, das klingt toll.
Ja, das soll nämlich bitte auch ein Stück weit eure Begeisterung hoffentlich ein Stück weit, wie gesagt, auslösen, weil es wäre großartig, wenn das so klappen würde und ich würde mir das sehr wünschen. Aber dass ich mir das sehr wünsche und das sehr toll klingt, heißt ja noch lange nicht, dass es deswegen auch so kommen muss. Und aus wissenschaftlicher Perspektive muss ich ganz klar darauf hinweisen, dass das völlige Zukunftsmusik ist und wir das momentan noch nicht mit Sicherheit sagen, mit Sicherheit schon gar nicht, noch nicht mal mit Unsicherheit sagen können, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, weil die Epigenetik schon alles richten wird. Und alles wird sie im Übrigen auch nicht richten können. Wir reden hier trotzdem immer noch von wahnsinnig langlebigen Organismen, sowas da hinten. Und die sind aufgrund ihrer Langlebigkeit eben einfach nicht besonders gut darin, auf schnelle Dinge schnell zu reagieren. Weil ein Baum mag vieles sein, vieles Tolles, aber schnell ist er jetzt im Regelfall nicht besonders, ne? Ja, das ist ein Problem. Und das haben wir aber ja schon im Problemteil dieses Zweiteilers zu Genüge besprochen. Darum möchte ich jetzt auch gar nicht mehr allzu viel Negatives in den Raum schmeißen. So, also losgelöst von all den anderen Themen, die wir gleich besprechen werden, immer noch ein bisschen die epigenetische Modifikation im Hinterkopf behalten. Vielleicht kann die hier und da nochmal zusätzlich was wuppen oder einen Doppelwumms auslösen. Ich mag den Doppelwumms. Also nicht unbedingt, aber der Begriff ist lustig. Ja? Nicht unbedingt alles, was dahinter steht, aber dann lassen wir das. Gut, Lösungsansätze für große Probleme hinsichtlich Thema 1, also Thema 0 war quasi Epigenetik, ja, lass. Biodiversität. Biodiversität ist ja bekanntermaßen bedroht. Also die Vielfalt des Lebens. Nicht nur pflanzliche, natürlich auch tierische Biodiversität, pilzliche Biodiversität. Und man muss bei der Biodiversität auch immer im Hinterkopf behalten, es geht nicht einfach nur um die Zahl der in Gebiet X vorkommenden Arten. Also da gibt es 17 Vögel, 18 Pilze und 3 Säugetiere und 4 Baumarten. Dann ist die Biodiversität alles aufaddiert, Punkt. Ja, und ein Gebiet, das mehr davon hat, ist automatisch besser. Das kann man so machen, das wurde in der Vergangenheit so gemacht, das ist aber Schwachsinn, denn die Biodiversität umfasst mindestens 3 Faktoren, nämlich Vielfalt der Arten, das ist das Simpelste, Vielfalt der genetischen Ausprägung der Arten, weil wenn du viele, viele Arten hast, die sind aber alle genetisch gesehen völlig indifferent und ja quasi Inzest belastet, weil du eine winzig kleine Insel beobachtest, wo jeder mit jedem verwandt ist. Und das führt dazu, dass sie dann einfach keine Anpassungsfähigkeit mehr haben. Zu viel Angepasstheit. Heißt, du hockst auf einer Insel mit einem Klima, das sich seit Zehntausenden Jahren nicht verändert hat, auf einem Felsen, der sich seit 100 Millionen Jahren nicht verändert hat. Und darauf bist du perfekt angepasst. Du kommst unter den Bedingungen, die auf diesem Felsen legen, perfekt leben. Die das Leben auf diesem Felsen zugrunde legt, kommst du wunderbar zurecht. Ja? Aber wenn du mal von deinem Felsen entfernt wirst oder sich an deinem Felsen irgendwas verändert, dann bist du quasi tot, weil du null Anpassungsfähigkeit hast, sondern nur Angepasstheit. Das haben wir auch in vielen Fällen bei Arten, seien es Pflanzen oder Tiere, die zum Beispiel in extremen Lebensräumen vorkommen. Zum Beispiel die paar Blumen, es sind 2, die es in der Antarktis gibt. Ja? Die sind krass, weil es gibt sie in der Antarktis. Ja, es gibt nur 2 verdammte Blumen weltweit, die in der Antarktis lebensfähig sind. Die sind also, ne, das Angepassteste, was man sich nur vorstellen kann. Aber pflanzt die aus, pflanzt sie irgendwo anders hin und sie werden von jedem noch so kleinen Pups, von was auch immer, überwuchert. Wahrscheinlich von einem billigen Moos. Ne? Ist völlig egal, welche andere Pflanze neben die gepflanzt wird. Sie ist stärker als diese Antarktisblümchen, weil die zwar noch leben in der Antarktis, aber gerade so. Und keinerlei Anpassungsfähigkeit an andere Standorte haben, brauchen sie ja auch nicht. So, und das ist ein Problem. Wenn wir also nur die Artenzahl angucken und alle Arten sind nicht anpassungsfähig, dann sterben uns diese hohe Zahl an Arten sofort weg. Ja, sobald sich irgendwie die Umweltbedingungen ändert, und das wird sie. Ja, Spoiler.
Und drum brauchen wir neben einer Biodiversität in Sachen von Artenzahl auch eine hohe genetische Anpassungsbiodiversität, die dann eben ermöglicht, trotz sich ändernder Umweltbedingungen auf diese Änderung zu reagieren, und zwar mit was anderem als die Option, die sowieso immer zur Verfügung steht, nämlich mit Aussterben. Aussterben ist eine Option, ja? Nur nicht unbedingt eine, die uns gefällt. Muss man auch dazu sagen, sie gefällt uns nicht. Ob sie der Natur nicht gefällt, wissen wir nicht, weil die Natur bewertet ja nicht. Das machen bekanntermaßen ja nur wir. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Ja? Im Grunde ist also die Klimakatastrophe, die diesen Begriff sehr wohl verdient hat, dahingehend eine Katastrophe für uns. Ja? Wenn bei der Natur alles ausgestorben ist, ist schon ein paar Mal passiert, dann ist halt mal wieder alles ausgestorben, dann kommt irgendwas Neues hinterher. Nur dummerweise sind wir dann voraussichtlich mit ausgestorben. Und das ist halt möglicherweise schlecht. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich finde Aussterben jetzt nicht so prickelnd. Ja, könnte man ein kleines bisschen Aufwand betreiben, um möglicherweise nicht auszusterben. Halte ich für eine gute Idee. Gut, also das nun mal so am Rande als zweite Komponente der Biodiversität. Die Biodiversität der Kleinstökosysteme im Ökosystem ist auch nochmal wichtig. Hast du zum Beispiel einfach einen flachen Wald, der einfach nur ein flacher Wald ist, dann hast du da weniger Kleinstlebensräume drin, weil alles der gleiche flache Wald ist, als wenn du einen flachen Wald hast mit Steinen. Dann hast du nämlich auf dem Stein andere Bedingungen als auf dem Waldboden nebendran, und schwuppdiwupp hast du zwei Mikroökosysteme in einem Großökosystem. Das heißt, du hast viel mehr möglichen speziellen Lebensraum. Damit wirst du langfristig automatisch eine höhere Biodiversität bekommen, weil sich evolutionär Arten herausbilden, die sich auf den Waldboden spezialisiert haben. Die hast du im gesamten Wald. Aber nur in deinem Wald mit Steinen können sich auch... Oh, da fliegt ein großer Vogel. Was bist denn du? Ein Kormoran? Nein, du bist irgendein Gans. Können sich nur an dem Wald mit Steinen auch an Steine angepasste Arten herausbilden. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast in deinem Wald nicht nur Waldboden und Steine, sondern auch Baumstümpfe. Boah. Ja, und dann geht das immer so weiter. Das wäre also zur Biodiversität auf jeden Fall noch zu sagen gewesen. Und jetzt ist die ja bekanntermaßen bedroht. Warum? Na, weil sich alles so schnell ändert, dass das Zeug, das ich mitändern müsste, nicht hinterherkommt. Punkt. Ja, davon abgesehen, dass wir natürlich Beton drüber kippen, Autos durchfahren lassen, diverse Gifte drüber kübeln und was wir halt sonst noch so anstellen. So, das soll aber gar nicht so sehr das Thema sein, sondern was können wir jetzt im Wald tun, um die Biodiversität möglichst zu erhalten, und zwar alle drei Komponenten, wichtigen Komponenten der Biodiversität. Und die erste Lösung ist zunächst mal nichts machen. Nichts machen ist dahingehend gut, weil der Zwang, Biodiversität erhalten zu wollen, durchaus strittig sein kann unter Ökologen, denn Natur ist vor allen Dingen eins, nämlich Wandel. Und die Idee, die Biodiversität, so wie sie jetzt besteht, unbedingt zu erhalten, egal wo, ist quasi ein Wirken gegen den Wandel. Und das ist im Grunde das Dämlichste, was man so machen kann, wenn man versucht, diesen Wandel vollständig aufzuhalten, der die Essenz alles Lebens darstellt, weil seit den ersten Urlebewesen hat der Wandel dazu geführt, dass sich aus diesem Urlebewesen, weil sonst wäre das jetzt immer noch alleine, irgend so ein kleiner Zellklumpen, ne? Nichts Spektakuläres, alles andere nach und nach entwickelt hat. Ja, Evolution ist Wandel. Ohne Evolution gäbe es nichts, was du da hinten sehen kannst, außer Steine. Ja, und die siehst du nicht, weil da liegt Schnee drauf. Okay, den Schnee gäbe es auch unabhängig von der Evolution. Möglicherweise. Wobei kann man sich auch wieder streiten, weil die Evolution eben unter anderem an der aktuellen Atmosphäre schuld ist. Wäre jetzt zum Beispiel die Photosynthese nie evolutionär erfunden worden, dann hätten wir auch nie eine oxidierende Atmosphäre bekommen, wie wir sie heute haben, und dann wäre die Oberfläche der Welt definitiv eine ganz, 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 ganz andere, und Leben davon abgesehen an der Erdoberfläche sowieso nicht möglich, weil es ohne oxidierende Atmosphäre übrigens auch keine Ozonschicht geben würde und die UV-Strahlung quasi alles, was auch nur ansatzweise lebt, wegbomben würde, das doof genug ist, aus dem Ozean rauszukommen. Ja? Gut, aber das am Rande. Ich schweife zu viel ab, ich komme hier zu nichts.
Nixtun ist also tatsächlich eine Möglichkeit, um die Biodiversität des Waldes ein Stück weit zu erhalten. Und Nixtun ist auch genau der Plan auf 5% der Waldfläche. Das ist also politisch bereits beschlossen, dass 5% der Waldfläche aus der Nutzung genommen werden sollen. Das ist noch nicht der Fall. Manche Ecken Deutschlands sind da schon weiter. Manche Ecken Deutschlands haben sogar mehr als 5%. Allerdings, ne, das sind nicht viele Ecken. Und ja, im Großen und Ganzen müssen wir daran noch ein Stückchen arbeiten, diese 5% tatsächlich auch zu erreichen. Warum dauert das lange? Warum ist das kompliziert? Naja, wenn du irgendeinen Wald aus der Nutzung nimmst, zum Beispiel den da, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl oder einfach per Zufall mit der Reißnadel auf der Karte Reißnadeln drauf piekst und überall, wo die ist, machst du einen 500 Meter Radius und nimmst das aus der Nutzung. Wäre auch blöd, weil das zum Teil völlig sinnlos ist. Beispiel, hier hinten mir ist überwiegend ein Fichten-Tannenwald, der noch aus, ja, letztendlich Holzindustriezeiten stammt. Der wird zwar besser im Laufe der Jahrzehnte, man kann ihm dabei schön zugucken und es macht trotzdem Spaß, da rumzulaufen und so weiter, aber der hätte schon noch deutliches Potenzial, ein bisschen in etwas einer anderen, sinnvolleren Art bewirtschaftet zu werden, um ihn etwas naturnäher zu machen, aber er hätte halt eben auch, und das ist ein wesentlicher Punkt, das Potenzial, verdammt nochmal bewirtschaftet zu werden. Das sind hier nämlich außerordentlich gute Standorte für außerordentlich brauchbare Zuwächse an außerordentlich nützlichem Holz, nämlich Fichte und Tanne. Und die Plätze, an denen in der Zukunft Fichte und Tanne überhaupt noch forstlich angebaut werden kann, die werden knapp. Einer ist hier, ich sitze drin. Schwarzwald, Hochlagen, Schwarzwald, wohlgemerkt. Also mindestens mal halbwegs Hochlagen. Ich bin hier auf 750 Meter oder sowas. Oder 800 schon, bin mir nicht sicher. Ja, oder vielleicht erst 650, naja, hoch genug jedenfalls für Schnee. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn es regelmäßig noch Schnee hat, dann bist du vermutlich auch hoch genug für den einen oder anderen Nadelbaum, dass deren Kultivierung, muss man ja wirklich sagen, dann noch notmöglich sein wird. Die Tanne wächst hier sowieso von Natur aus, die gehört hierher, also da braucht sich keiner drüber aufregen. Ob man da noch ein bisschen Fichte nebendran stehen hat, das geht sehr wohl auch ohne den Wald nennenswert zu schädigen, wenn es gut schlau gemacht ist. So soll heißen, hier jetzt allzu viel Wald aus der Nutzung rauszunehmen, könnte man zwar machen, bringt aber wenig Mehrwert, weil bis der Wald alt geworden ist und Sonderstrukturen aufweist, das dauert ziemlich lange und die hat man bereits ein paar Kilometer weiter in die Richtung, ohnehin schon, da gibt es im Übrigen sogar den Nationalpark, das heißt um einen Nationalpark drumherum muss man jetzt nicht unbedingt noch viel mehr Wald aus der Nutzung nehmen. Wenn du hingegen in einer Region bist, wo überhaupt nichts aus der Nutzung genommen ist und alles komplett wirtschaftlich Wald ist, dann wird es dringend notwendig, auch in dieser Region ein bisschen Wald aus der Nutzung zu nehmen. Also man muss da einfach gucken, dass man eine halbwegs vernünftige Verteilung über Gesamtdeutschland erreicht mit diesen 5% Flächen, die eben aus der Nutzung genommen sind. Und am besten nimmst du was aus der Nutzung, was schon bereits einen gewissen Wert ökologisch gesehen und ein gewisses Alter erreicht hat. Ne? Also eine Fläche, die du gerade kahlgeschlagen hast, jetzt aus der Nutzung zu nehmen, dann dauert es erstmal 50 Jahre, bis da überhaupt wieder ein vernünftiger Wald steht. Also ein vernünftiger Wald. Geht schon noch ein bisschen schneller, bis da wieder Bäume stehen. Das geht deutlich schneller. Aber so ein vernünftiger Wald und der muss dann erst alt werden und dann erst gibt es Alt- und Totholzstrukturen, die man eben genau auf solchen Flächen haben möchte, weil es Alt- und Totholzstrukturen auf einen normalen Wirtschaftswald, der alle 80 Jahre umgehauen wird oder teilweise mindestens umgehauen wird, wird es da nicht in diesem Umfang geben. Das heißt, dafür sind diese 5% Flächen außerordentlich wichtig. Und damit kommen wir zu eben genau diesen Alt- und Totholzstrukturen, denn die sind eben sehr förderlich für die Waldbiodiversität. Da ein Großteil der Lebewesen, die in so einem Wald vorkommen, nämlich tatsächlich auf altem Holz wohnt oder in altem Holz oder um altes Holz drumherum, muss das alte Holz eben auch da sein, damit all diese waldspezifischen Lebewesen überhaupt was zu fressen haben. Ja, das geht los beim der da seine Höhle reinbaut, das hört auf bei selteneren Destruenten, die das alte Holz dann langsam zersetzen. Destruentenzersetzer, ne? Also irgendwelche Mikroorganismen, die ja im Grunde nur noch aus ganz feinem Holzmus noch feineres Holzmus machen, bis schließlich vom Holzmus gar nichts mehr übrig ist und nur noch reine Mineralien in den Boden zurücküberführt werden, die dann wiederum von der nächsten Pflanze, die da wächst, aufgenommen werden können und dann kann die auch die groß und stark werden.
und dass wir sie dann entweder bewundern oder eines Tages vielleicht auch umsägen können oder gegebenenfalls idealerweise sogar beides. Nicht, dass wir jeden Baum umsägen sollten, keine Frage, ne? Aber die Mehrheit davon wahrscheinlich schon in Zukunft, wenn wir dann weiterhin einen vernünftigen, im großen Umfang verfügbaren und universell einsetzbaren, nachhaltig produzierbaren, nachwachsenden Rohstoff namens Holz für die Zukunft nutzen wollen. Und eine Energiewende, einen Wandel in eine nachhaltige Zukunft ohne Holznutzung kannst du völlig vergessen. Da bin ich absolut 100% davon überzeugt, dass das auf keinen Fall möglich sein wird. So viel Bambus exportiert auch China nicht. Ja? Und davon abgesehen, bis der Bambus bei uns ist, ist scheiße. So. Alt- und Totholzkonzept, um das nochmal zu forcieren, kann auch bedeuten, dass man grundsätzlich in jedem stinknormalen Wirtschaftswald sagt, dass auf der Fläche trotzdem immer eine gewisse Menge an altem oder totem Holz rumliegen soll, damit die Tiere, die vielleicht auf einer aus der Nutzung genommenen Fläche wohnen, im normalen Wirtschaftswald dann zumindest was zu fressen finden. Also stellen wir uns mal vor, der Specht hat einen tollen Baum, wo er seine Höhlen anlegen kann auf einer kleinen Fläche, die völlig aus der Nutzung genommen ist und meinetwegen zu diesen 5% gehört. So, da wohnt er. Ja, da zieht er seine Jungen groß, aber diese Fläche ist zwar groß genug für einen Höhlenbaum, aber nicht groß genug, um langfristig mehrere Generationen von Spechtküken zu ernähren, wenn dieser Specht da ja ein paar Jährchen lebt und ein paar Generationen von Küken, Spechte, das sind ja immer ein Pärchen, entsprechend großziehen. Ne? Und die brauchen in der Umgebung auch was zu futtern und da zumindest jetzt so ein Buntspecht zum Beispiel sein Futter weitgehend auch, Buntspecht ist sehr flexibel, aus Unterrinden alter toter Bäume, alter oder toter Bäume, so rum, rausholt, müssen halt in der näheren Umgebung davon auch zumindest ein paar noch vorhanden sein, damit es eben reicht für die Flugreichweite, die so ein Specht so hat, um den und seinen Nachwuchs satt zu machen. Und es kommt halt darauf an, wie viele Brutpaare wir so versorgen wollen im Wald. Dazu eine gute Nachricht, die Zahl der Spechte ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Gerade vorletztes Jahr habe ich so viele Spechte im Wald gesehen wie noch nie. Da war das so gefühlt der dritte Vogel hinter der Meise und der Amsel. Ja, Quatsch, aber gefühlt schon. Also das funktioniert sehr, sehr gut in Baden-Württemberg, weil wir ja auch schon seit ein paar Jährchen ein Alt- und Totholzkonzept haben und in die Wälder integriert haben. Ob das jetzt das Beste in Deutschland ist, weiß ich nicht. Andere Bundesländer haben auch schöne Alt- und Totholzkonzepte. Das läuft mehr oder weniger einfach darauf hinaus, auf der Fläche hier und da einfach mal ein Stück totes Holz liegen zu lassen, hier und da auch einfach mal einen Baum stehen zu lassen, der von alleine gestorben ist und jetzt einfach zu warten, bis er dann komplett von alleine umfällt, sich die Tiere alles rausgeholt haben, was da rauszuholen ist und er von alleine verrottet sozusagen. Ja? Das ist wenig Aufwand, es ist einfach ein Funken Nichtstun im ansonsten sehr ordentlich bewirtschafteten Wald und bundesweit im Einsatz. Dieses Konzept gibt's also, das brauchen wir nicht. Wir müssen also jetzt keinen Politikern böse Briefe schreiben, dass wir das ab sofort brauchen, sondern das gibt es, Punkt. Und es braucht einfach mehr Zeit, weil das ist auch ganz wichtig. Wenn was umgesetzt wurde und jetzt wirkt im Wald, dann muss das 50 Jahre wirken, bis es wirklich wirkt. Und deshalb, viele Maßnahmen kriegen wir noch nicht mit, weil die noch nicht lang genug da sind, um jetzt schon ihre vollumfängliche Wirkung zu entfalten. Ich würde sagen, dass die Forstpolitik, beziehungsweise die Ideen, die die Forstpolitik so hat, die in den Wald integriert worden sind, in den letzten 20, 30 Jahren schon sehr, sehr gute Sachen waren, sehr viele sehr gute Sachen dabei, nur das dauert. Ja? Und drum, wer 20, 30 Jahre im Wald rumrennt, wird davon eben noch nicht allzu viel gesehen haben, es sei denn, er hat den fachlichen Blick und kann wirklich die Unterschiede genau differenzieren und so weiter. Ja, also ich sehe mehr, wenn ich in den Wald gucke, als die meisten von euch. Außer ihr habt schon ganz lange meinen Kanal abonniert und guckt jeden Scheiß. Dann seht ihr auch schon vieles. Gut. Das ist das Alt- und Totholzkonzept und dann brauchen wir außerdem noch, und das wird auch mehr und mehr umgesetzt, ein Trittstein-Naturschutzkonzept, bin ich ein riesengroßer Fan von. Also das klassische Naturschutzkonzept sieht ja so aus, nimm eine Fläche, mach eine große Käseglocke, eine imaginäre drüber und in die Fläche darf jetzt keiner mehr rein, da darf nichts mehr gemacht werden und die Natur kann da jetzt tun lassen, was sie möchte. Das ist grundsätzlich auch nicht verkehrt. Blöd wird nur, wenn man denkt, man könnte damit den Wandel aufhalten und damit
damit konservieren, was jetzt unter der imaginären Käseglocke drin ist. Das ist Quatsch. Der Wald wird sich weiter verändern, halt den natürlichen Verlauf der Dinge folgen, ohne dass wir das Ganze nicht noch beschleunigen. Aber er wird sich trotzdem weiter verändern, konservieren. Der Natur ist schlicht und ergreifend nicht möglich. So, und weil das ohnehin nicht geht, will man jetzt auch derzeit von Seiten des Waldforschung, nicht unbedingt von Seiten des Naturschutzes und der Naturschutzforschung, da mag es andere Meinungen zu geben, die ich für blöd halte, aber die gibt es. Muss ja nicht jeder meiner Meinung sein, gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Und ein gewisser Diskurs, davon lebt ja die Wissenschaft. Was heißt ein gewisser? Die lebt primär vom Diskurs. Ohne wäre ja die Wissenschaft gar nicht vorstellbar. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls bin ich der Meinung, dass besser als mehr große Flächen stillzulegen und da die Natur frei sich entfalten zu lassen, was grundsätzlich mal großartig ist, lieber eine auch zur Verfügung stehende Fläche auf viele, viele kleine Abteilungen auszubauen. Das ist genau das, was ich gerade mit dem Specht, der sein Futter dann in der Umgebung findet, erklärt habe. Zum Beispiel, wir erklären dem Specht seinen Brutbaum. Zum Habitatbaum, das heißt, dieser Baum darf bis in alle Ewigkeit nicht mehr gefällt werden, wird da ewig erhalten bleiben und kann von Generationen von Spechten zum Beispiel als Brutbaum verwendet werden, bis irgendwann das Holz so morsch ist, dass die da auch nicht mehr drin wohnen wollen. Ja, auch das ist keine ewige Lösung, weil alles verfällt irgendwann. So, aber solange das so ist, kann der Specht in der Gegend rumfliegen und die jungen Spechte, die da jetzt großgezogen wurden, fliegen ja auch in der Gegend rum. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben alle 250 Meter zum Beispiel so ein Biotopbaum rumstehen, besser noch alle 100 Meter oder gar alle 50 Meter in alle Richtungen, ne? Das wäre ja krass. Das wird nicht der Fall sein, aber jetzt tun wir mal so, als hätten wir jede Menge von diesen Biotopbäumen. Dann haben die Jungspechte auch problemlos eine Chance, diese Biotopbäume zu finden, legen da eine Höhle an, suchen sich ein Weibchen und weisen darauf hin, was für eine tolle Höhle sie da angelegt haben. Weibchen ist beeindruckt, Weibchen zieht ein und schwuppdiwupp, nach etwas Liebe kommt es zu Eiern. Und das ist was Gutes. Ne? So, und das erfordert im Grunde wirklich bloß einen spechttauglichen Baum alle paar hundert Meter und nicht zwingend einen komplett sich selbst überlassenen Wald. Solange genügend spechttaugliche Bäume vorhanden sind, geht das. Und das gilt für viele andere Strukturen des Waldes auch. Natürlich hätten wir mehr Siebenschläfer, mehr Baumläufer, mehr andere seltene Sachen im Walde, wenn wir noch mehr dieser sich selbst überlassenen Struktur hätten. Aber was wir dann halt eben nicht mehr hätten, wäre Holz. Und drum brauchen wir eben einen Kompromiss zwischen der sinnvollen Bewirtschaftung des Waldes plus dem Erhalt seiner Lebewesen, die da zusätzlich noch gerne drin leben wollen. Und dafür halte ich eben dieses Konzept, einmal mal wieder so einen Alt- und Totholzbaum zu haben, für sehr hilfreich. Ergänzt kann das noch werden um sogenannte Refugien. Oh, ein wunderschöner Graureiher. Refugien heißen sie zum Beispiel in Baden-Württemberg, kann man auch anders nennen, sind das gleiche wie ein Biotopbaum. Da ist ja auch nicht nur der Baum das, was unter Schutz steht, sondern auch seine direkte Umgebung. Und beim Refugium wäre die direkte Umgebung zum Beispiel ein Hektar, ja, oder 1,5 bis zu 3 Hektar. Also wirklich ein Mini-Schutzgebiet, ohne dass man da jetzt gleich Naturschutzgebiet zusagen muss. Die Auflagen an Naturschutzgebiete sind hoch. Naturschutzgebiete müssen betreut werden. Das kostet Geld. Ein solches Refugium kostet gar nichts. Da sagst du einfach, das ist jetzt ein Refugium, machst da nichts mehr. Der Förster guckt alle 20 Jahre mal nach dem Rechten und ansonsten verfällt das vor sich hin und genau das ist das, was wir haben wollen. Hat im Übrigen dann auch kein Betretungsverbot, man dürfte da also schon durchlatschen, was man nach Möglichkeit nicht unbedingt tun sollte, jedenfalls nicht im größeren Umfang, aber ich finde, das ist ein toller Kompromiss. So, und das ist es im Grunde an Maßnahmen, die meiner Meinung nach hilfreich wären, um die Waldbiodiversität trotz Nutzung des Waldes hochzuhalten. Nicht auf Maximum, es wäre möglich, dass mehr Viecher im Wald sich rumtreiben, wenn man ihnen noch mehr Lebensraum in Form von noch mehr alten und toten Bäumen zur Verfügung stellen würde. Aber primäres Ziel der Maßnahme soll ja ein Miteinander sein, dass wir die Möglichkeit haben, Holz als Rohstoff eben zur Verfügung zu haben, damit uns nicht alles um die Ohren fliegt und die Tiere nicht aussterben zumindest mal oder auch nicht furchtbar selten werden. Also so, dass man auch hier und da mal noch ein solches Tier auch entdecken kann und bewundern kann, wie die beiden Kormorane, die da gerade so schön im Paarflug, herrlich. Ich wusste gar nicht, dass hier so viele tolle Vögel unterwegs sind, dass mit
mitten im Winter. Genau. Das ist es im Grunde, was ich sagen wollte. Was auch noch hilfreich sein dürfte für eben diese Ökowälder mit mehr tierfreundlichen und pilzfreundlichen Strukturen und erhöhter Biodiversität, ist das 100 Euro fürs Nix-Tun-Konzept, das vom Forstministerium, also Landwirtschaft plus Forstministerium, also quasi vom Özdemir, erlassen worden ist und eben quasi fördert, wenn du in deinem Wald mehr solche Strukturen zulässt, mehr als du müsstest, gesetzlich vorgeschrieben, also auf freiwilliger Basis noch mehr tust und ein bisschen weniger Holz nutzt und noch ein bisschen mehr für die Artenvielfalt tust, dann gibt es 100 Euro pro Hektar extra pro Jahr aus der Staatskasse, weil damit tut der Waldbesitzer was für uns alle. Er stellt uns allen ein noch schöneren, erholungsreicheren, tierbegegnungsreicheren Wald zur Verfügung und verzichtet dafür auf ein bisschen Einkommen, was er ansonsten durch mehr Holznutzung sehr wohl hätte, und bekommt dann von uns allen aus dem Steuertopf 100 Euro pro Hektar und Jahr wieder zurück, um eben diesen Verlust ein bisschen auszugleichen. Und je nachdem, wie toll der Wald vorher schon war, kann man damit sogar ein kleines bisschen Gewinn machen. Halte ich für eine unglaublich sinnvolle Maßnahme. Da gibt es eigentlich kaum was Negatives dran. Ob sich das 100% durchsetzen lässt, müssen wir gucken. Aber ich finde es eine tolle Idee. Das ist also wirklich was Gutes. So, und damit kommen wir zum nächsten großen Kapitel, nämlich die Übernutzung des Waldes und was man dagegen tun kann. Denn, und wir gucken uns hier übrigens nur Deutschland an, ja, global ist die Übernutzung des Waldes eine ganz andere Hausnummer. Ganz, ganz andere Hausnummer. Und ich habe keine Ahnung, was man dagegen tun kann. Bolsonaro ist erstmal weg, ist die Frage, wie lange der weg bleibt. Das ist auf jeden Fall schon mal was Gutes. Übrigens, dass ich hier so einen komischen Kragen, wahrscheinlich habe ich einen komischen Kragen, meine Frau mag das ja immer nicht, aber ich habe gefühlt 18 Jacken an und die haben alle einen Kragen und die muss ich jetzt irgendwie in Einklang kriegen und das könnte sein, dass das komisch aussieht. Ja, nur damit wir drüber geredet haben. Also Bolsonaro weg, das ist was Gutes. Wie weit das hilft, werden wir sehen müssen. Gibt ja noch andere Probleme weltweit, zum Beispiel China. Wird ja viel gelobt für die Aufforstungspolitik. Das ist auch richtig, das ist auch toll. Andererseits, China macht auch viel Dreck. Und nur zu sagen, China ist super, ne? Und die haben halt schon auch noch vor, diverse Kohlekraftwerke zu bauen und weiter Kohle zu verwenden. Eigentlich ist das falsch. Sollten sie eigentlich nicht tun, beziehungsweise die Zeit haben wir nicht mehr, um noch weiter mit Kohle zu heizen. Wenn du allerdings jetzt aus einer globalen Gerechtigkeitsperspektive an die Sache rangehst, hat China nach wie vor viel weniger fossile Energieträger verbraucht, als wir Mitteleuropäer das in der Vergangenheit getan haben. Und im Grunde gleiches Recht für alle. China darf noch was raushauen. So, Flieger. Ja, und weil das scheiße kompliziert ist und ich den Job vom Habeck nicht machen möchte, das soll er schön selber machen. kommen wir zurück nach Deutschland. Und bei der Übernutzung des Waldes mag es sein, dass diese 100-Euro-Maßnahme vom Cem, also vom Özdemir, durchaus möglicherweise hilfreich gewesen sein könnte, auch dagegen was zu tun, weil man fürs Nichtnutzen des Waldes ja ein Stück weit entschädigt wird. 100 Euro sind im Übrigen nicht viel, aber sie sind immerhin etwas. Und wenn du nichts tust, hast du halt auch keine Arbeit mit nichts tun. Und da kann es also schon sein, dass das hier und da wirklich eine Alternative ist und sich da mancher überlegen wird, ob es nicht denn vielleicht hier und da Sinn ergibt, den Wald etwas schonender zu behandeln. Also vielleicht mag das hier helfen. Ansonsten müssen wir für die Belastung unseres Waldes, die müssen wir irgendwie abfedern. Und die ist in letzter Zeit sehr, sehr hoch. Das ist deswegen so, weil, muss ich nochmal kurz erklären, wir ja einen Haufen Waldverluste gehabt haben durch 2018-19 mit den toten Fichten vor allen Dingen, die da angefallen sind. Auch viele tote Kiefern, die da angefallen sind. In Brandenburg zum Beispiel durch Waldbrände einiges. Es ist nicht super viel, aber doch einiges verloren gegangen ist. Vor allem, wie Ficht da mal gesagt, einige tote Laubbäume, das Eschentriebsterben, das sämtliche dahin rafft. All das führt in Gesamtheit dazu, dass in den letzten Jahren erheblich mehr Wald genutzt worden ist, als im gleichen Zeitraum nachwächst auf anderer Fläche. Das ist manchmal ein bisschen abstrakt und viele Leute verstehen das nicht. Wenn du an einer Stelle den kompletten Wald wegreißt,
dann ist der erstmal weg und es dauert lange, bis da wieder einer steht. Aber du hast ja noch den gesamten Rest vom deutschen Wald und der wächst ja auch weiter. Also während der Bestand da hinter mir, 3 Jahre lässt du den stehen, dann steht da hinterher mehr Holz. Da stehen nicht zwingend in der Summe mehr Bäume, aber da stehen viel dickere Bäume. Also schon mehr Holz, ergo mehr Wald. Ja? Und mit der Menge, die der in 3 Jahren an Holz auf die Bäume draufsetzt, kannst du dann quasi auf einer anderen Fläche 2, 3 Bäumchen umschneiden. Die sind dann zwar vollständig weg, aber insgesamt hat sich an der Menge an Holz, die im Wald rumsteht, nichts geändert, weil die 2, 3, 4 Bäumchen da hinten genau die Menge Holz gewesen sind, die hier, da hinten, in den letzten 3 Jahren zugewachsen ist. So funktioniert das. Ja? Also da muss man schon differenzieren, dass das geklärt ist. Der Gesamtwaldzuwachs, auch der Bäume, die noch viele Jahre stehen bleiben, deckelt sozusagen, beziehungsweise macht es möglich, woanders dann gleich ganze Stämme zu entnehmen. So, und da wir eben in den vergangenen Jahren viel zu viele Zufallsereignisse, nennt das der Förster, hatten, die zu Baumverlust geführt haben. Und das Problem besteht, dass damit auch der Holzpreis in den Keller gegangen ist und trotzdem Löhne für Mitarbeiter bezahlt werden müssen, der Förster selber irgendwie seine Brötchen verdienen muss, der Waldbesitzende letztendlich aus seinem Waldbesitz seine Brötchen verdienen muss, die Kommunen, wenn es sich um Kommunalwald handelt, auch Löhne zu bezahlen haben und das nicht nur komplett aus den Steuern machen können. Jede Kommune hat ja Geldsorgen, das ist ja nichts Neues, oder zumindest fast jede. Plus sogar das Bundesland mit seinem Landesforstbetrieb muss auch irgendwie schwarze Zahlen zu schreiben versuchen. Ansonsten zahlt da jeder von uns aus unseren Steuern dann das Defizit. Ja? Also wenn es jetzt um den Landesforst geht oder den Kommunalwald geht, letztendlich sind das ja auch wieder unsere Steuern, die das Geld der jeweiligen Kommune ausmachen. Ne? Und das ist ein Problem. Wenn zu viel zufällige Nutzung stattfindet, kann man diese zufällige Nutzung zwar verkaufen. Ja? Das Holz wird trotzdem genutzt, das Holz wird trotzdem verscherpelt. Aber ist viel zu viel Holz auf einmal verfügbar, hast du ein Riesenangebot und das führt dazu, dann sinkt der Preis. Das ist BWL Klasse 1 sozusagen. Sofern es überhaupt schon BWL gibt es da nicht. Aber ja, Grund BWL, beziehungsweise eigentlich eher Volkswirtschaftslehre, das Angebot und Nachfrage den Preis regeln, zählt zu VWL, glaube ich. Ja, Volkswirtschaftslehre. Na, wie auch immer, das ist passiert. So, und weil die Kosten ja trotzdem noch da sind und man jetzt auch noch Bäume fällen muss, die Geld wert sind, um eben die Kosten bezahlen zu können, ohne gleich einen Kredit aufnehmen zu müssen und solche Späße, werden zusätzlich zur außerplanmäßigen Nutzung, mit der man kaum was verdient hat, auch weiter regulär Bäume gefällt. Das heißt, wir haben die reguläre Nutzung, die in einem normalen Jahr ohne Katastrophe auch nur so viel entnommen hätte, wie gleichzeitig zugewachsen wäre. Die kann man ein Stück weit reduzieren, diese normale Nutzung, um eben den Verlusten durch Zufälle gerecht zu werden. Aber man kriegt sie nicht auf null, beziehungsweise nicht auf sehr, sehr wenig runter, weil Gehälter zu bezahlen sind. Und das führt tatsächlich in vielen Forstbetrieben dazu, dass wir eine Übernutzung des Waldes haben und über den nachhaltigen Hiebsatz schlagen müssen durch die vielen zusätzlichen Zufallsereignisse. Und die Forsteinrichtungen, heißt derjenige, der sagt, wie viel Holz im nächsten 10 Jahren gemacht werden soll, damit eben die Nachhaltigkeit des Waldbestandes nicht gefährdet ist. Ja, die werden entsprechend angepasst, ja, werden müssen auch, ja, und es gibt Forstbetriebe, die haben da keine Probleme. Zum Beispiel hier in der Region haben wir nur wenig Waldverlust, wirklich Flächenverluste gehabt. Das heißt, was an Zufallsnutzung passiert ist, ist meistens auch noch gut verkäuflich, weil auch die Sägeindustrie um den Schwarzwald drumherum sich freut, wenn sie Holz bekommt, trotzdem gute Preise bezahlt, weil es auch teilweise familiär, intern gut miteinander abgesprochen, geregelt wird. Also hier ist recht wenig passiert, sage ich jetzt mal. Also hier konkret, wo ich jetzt hocke, um die Schwarzenbach-Talsperre drumherum.
Und da geht es den Leuten, was Wald angeht, noch relativ gut, verglichen mit anderen Ecken von Deutschland. Ja, aber wenn wir uns dann diese anderen Ecken von Deutschland angucken, da gibt es Wälder, die haben 90% ihrer Bäume verloren. So, und jetzt haben die noch 10% ihrer Bäume übrig und damit können sie auch kein Geld mehr verdienen und trotzdem ist da noch Personal. Willst du die jetzt alle rausschmeißen, weil der Wald umgefallen ist? Willst du den Förster kündigen, weil er keinen Forst mehr hat, den er betreuen kann? Das geht in Deutschland bekanntermaßen nur begrenzt. Ne? Wir haben ja Kündigungsschutz und wäre ansonsten auch ziemlich assi, wenn es gehen würde. Und ja, das sind also die Hintergründe, die da eine Rolle spielen. Was kann man da jetzt tun? Naja, es gibt im Grunde bloß zwei Stellräder, an denen man schrauben kann. Möglichkeit Nummer eins, wir kriegen schnell mehr Holz von irgendwo inländisch zum Nachwachsen, damit wir die Verluste langsam ausgleichen können und dann dieses Holz schnell zur Verfügung haben, um die Löcher, die jetzt im Wald sind, zu schließen, weil was da umgefallen ist, das war ja größtenteils Fichte, die heute umgefallen ist, aber eigentlich in 30 Jahren regulär Fällen vorgesehen wäre oder in 40 Jahren. Ja, und in 30 oder 40 Jahren wird die dann fehlen, weil im großen Masterplan der Forsteinrichtung, die vorsieht, jedes Jahr ungefähr gleich viel Holz auf den Markt zu schmeißen, sind die Wälder, die vor in 40 Jahren vorgesehen gewesen sind, jetzt weg. Ja, und das, was man jetzt hätte nutzen wollen, kann man jetzt zwar auch nutzen und kann man jetzt auch verkaufen, aber zu Schrottpreisen, die eigentlich hoch hätten sein sollen. Ihr versteht so ein bisschen das Dilemma. Also in 30, 40 Jahren haben wir ein Holzdefizit. Da haben wir echt ein Problem. Da müssen wir gucken, wo wir unsere Hölzer herbekommen. Möglicherweise könnte man das ein Stück weit ausgleichen, indem man dann einfach andere Bäume fällt. Aber da muss man bis dahin eben dann auch wieder mehr Bäume haben, beziehungsweise jetzt den Zuwachs erhöhen, um dann eben die notwendige Holzmenge hinzukriegen. So, das kann man auf zwei Arten machen. Art Nummer eins, drei Arten eigentlich. Wir schaffen es irgendwie, den Zuwachs unseres Waldes stark zu erhöhen. Das geht ein Stück weit durch kurzfristiges Anpflanzen schnell wachsender Baumarten. Aber da die erstmal winzig sind und eine ganze Weile brauchen, bis sie dann auch ihr volles Zuwachspotenzial entfaltet haben, dauert das natürlich. Ja, ist also nur begrenzt möglich. Man könnte einzelne Baumarten freistellen, also zum Beispiel hier diese Tanne da hinten. Ist es eine Tanne? Es ist. Nehmen wir die Buche. Ja, da wissen wir alle, wovon wir reden. Ist eine Fichte. Und die Buche hier, die soll jetzt unser neuer Zukunftsbaum werden und jetzt schnell Holz produzieren. Dann müssten wir die Fichte nebendran, die müssten wir fällen, weil die bedrängt unsere Buche da. Ja, das heißt, die Buche hier würde sich erheblich wohler fühlen und schneller wachsen, wenn sie nicht alles, was sie so hat an Ressourcen, mit dieser Fichte hier teilen müsste. Das heißt, die Fichte wegzunehmen, lässt die Buche schneller wachsen. Umgekehrt, die Buche wegzunehmen, lässt die Fichte schneller wachsen. Und mit vermehrter Durchforstung könnte man kurzfristig den Zuwachs des Waldes, den Einzelstammzuwachs für die wertvollen Stämme, die wir letztendlich auch verkaufen wollen, und die geht's ja, erhöhen. Ja? Aber da kriegen wir höchstens so 5-10% Zuwachserhöhung kurzfristig raus. Höchstens, allerhöchstens. Das reicht nicht, um die Verluste wieder gut zu machen, die wir jetzt eben durch die Borkenkäferkatastrophe 2018-19, die Dürrejahre, verloren haben. So, und was heißt, was machen wir dann? Möglichkeit Nummer zwei, wir erhöhen die Waldfläche. Wir müssen einfach mehr Wald haben. Wenn die Waldfläche zunimmt, dann kompensiert das sehr schnell die Verluste innerhalb der bisherigen Waldfläche. Ist das realistisch? Nö, weil jeder möchte seine Fläche haben, die er hat. Keiner möchte freiwillig auf seine Fläche verzichten, beziehungsweise ein paar Ackerleute würden vielleicht noch Waldbesitzer werden wollen und sagen, okay, da forsten wir auf. Aber der Acker, der dafür aufgeforstet wird, hat ja auch vorher irgendeine Funktion gehabt. Und gerade wenn wir auch in eine nachhaltige Landwirtschaft wollen, werden wir die Fläche für die Landwirtschaft auch sehr wohl brauchen. Also ist es nicht wirklich eine Option, die Waldfläche jetzt großartig zu erhöhen. Ein Stück weit ja, ein Stück weit hier und da sicherlich, aber eine große, wir brauchen viel mehr Waldoffensive, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Politisch auch kaum umsetzbar in Deutschland. Ob es möglich wäre, kann man sich streiten. Also 5% zusätzliche Waldfläche wäre wahrscheinlich machbar.
dann wird es aber zunehmend enger. Ja? Und dann kann auch der Volker Wissing nicht noch mehr Autobahnen bauen wollen, weil das klappt nicht beides gleichzeitig. Und da haben wir eben den Interessenskonflikt oder bezahlbaren Wohnraum. Ja? Bezahlbaren Wohnraum braucht vor allem eins, Raum. Und daran scheitert es dann. Also ihr seht, das ist nicht wirklich eine Lösung. Also könnte man auch auf bestehender Fläche, und das halte ich für am realistischsten, kurzfristig, mal gucken, ob es dann langfristig noch notwendig ist, aber es lässt sich jederzeit wieder rückgängig machen, ohne jetzt sofort zu sagen, das ist jetzt ab sofort Wald, diese Fläche, einfach dazu übergehen, auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, Acker, Wiese, kurzfristig Holz anzubauen für einfachere Anwendungen, die man mit Holz so machen kann, wie Faserdämmstoffplatten, Spanplatten, sowas in die Richtung, ne? Einfachere Holzanwendungen, Klopapier, sonstiges Papier, Heizen natürlich. Ja? Das nennt sich kurz Umtriebsplantage, wovon ich spreche. Das heißt, man nimmt Kolone von Pappel, nicht gerade der ökosystemtechnisch relevanteste Baum, schon gar nicht als Klon, pflanzt den als Reinbestand dahin. Die wachsen unglaublich schnell und sobald sie eine gewisse Höhe erreicht haben, das muss auch gar nicht groß sein, fährst du mit einem Gehölzmähhäcksler drüber, das ist im Prinzip ein großer, stabiler Mähdrescher, der die Bäumchen niedermacht und das Ganze häckselt und hinten als Hackschnitzel in den eigenen Anhänger schmeißt und im Prinzip macht der das gleiche wie der Mähdrescher, der das Weizenfeld platt macht, nur halt eben mit Resultat nicht Weizen, sondern Hackschnitzel. Ja, und die kann man dann, wie gesagt, noch weiter verarbeiten. Man könnte die auch ganz stammweise verwenden, die Pappeln, die da wachsen, oder einen anderen Baum als Pappel nehmen. Solche Plantagen lassen sich zum Beispiel auch mit Paulownia tormentosa durchführen. Da soll ich immer mal ein Video zu machen. Das ist der Blauglocken. Kriege ich da unten in den Kommentaren zu hören. Habe ich mal für Patreon gemacht. Egal, jedenfalls. Das ist der Blauglockenbaum, auch genannt. Oder hat noch diverse andere deutsche Namen. Das Ding ist mal eine Zeit lang ziemlich gehypt worden, weil der ja ach so schnell wächst. Ja, und dazu gibt es einen schönen Merkspruch, den mir mal der Leiter des Forstbotanischen Versuchsanstalt am Totenkopf im Kaiserstuhl von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg, der jedenfalls da am Totenkopf der Chef ist, der hat dazu einen sehr, sehr prägenden Satz auf einer Exkursion mal gesagt, die ich neulich besuchen durfte, nämlich, wenn sie wächst, dann wächst sie super. Ja, der Blauglockenbaum bzw. Paulownia tormentosa. Und das ist das große Problem. Das Ding wächst nur unter sehr, sehr selektiven Bedingungen so schnell, wie es potenziell schnell wächst. Also da ist von 40 bis 45 Kubikmeter Holz pro Hektar und Jahr die Rede in der Werbung dazu. Das ist irre. Das ist vergleichbar mit Teakplantagen oder Mahagoni. Wenn du das auf Plantagen anbauen wollen würdest, was nicht so wirklich gut funktioniert. Aber mit Teakplantagen ist das echt vergleichbar in den Tropen. Also sensationelle Zuwächse bei durchaus gut verwertbarem Holz. Und das Ganze in Deutschland klingt toll. Geifer. Nur dann, wenn wirklich perfekter Standort. Das heißt, das muss ein Feld sein, auf dem du im Grunde alternativ nicht nur Kartoffeln, sondern auch Mais, Reis, Reis ist vielleicht nicht unbedingt, aber Weizen, Roggen, was auch immer anbauen könntest. Landwirtschaftlicher Hochleistungsboden mit hervorragender Wasserversorgung. So, und wenn du da lieber Blauglockenbaum statt Reis, Mais, was auch immer draufstellst, das ist nicht wirklich zielführend. Ja, und damit verdienst du auch nicht unbedingt mehr und das wird daher auch keiner machen. Das heißt, den Blauglockenbaum können wir auch knicken. Der wird unsere Probleme vermutlich nicht lösen. Es sei denn, man kriegt da noch irgendeine genetische Kreuzung von dem Ding hin. Also eine genetische Kreuzung heißt jetzt nicht mit Gentechnik, sondern mit herkömmlicher Pflanzenzucht. Ja, also einfach den mit dem kreuzen und den mit dem kreuzen und so weiter, ohne da irgendwie in der DNA rumzufuschen. Vielleicht gibt es das eines Tages, dass das dann ein bisschen anbaufreundlicher ist und nicht mehr ganz so ein Mimöschen, wie momentan der Fall, aber auch da sehe ich wenig Lösung. Das heißt, das ist vielleicht eine der größten Baustellen, die wir momentan haben, die Übernutzung des Waldes und keine einfachen Lösungsansätze in Sicht. Außer, und das ist natürlich dann wieder in einer globalisierten Welt ein Problem,
importieren von Holz. Und Holz importieren, ja, das geht. Ja, wir können Preise zahlen, dass uns jeder sein Holz gibt, also so im osteuropäischen Ausland zumindest. Und übrigens derzeit auch wieder schwierig, weil die Ukraine durchaus ein Land ist, was viel Holz exportiert hat, was wir dann wieder importiert haben, durchaus. Aber davon mal abgesehen, wenn wir jetzt so tun, als gäbe es keinen Ukraine-Krieg, dann hätten wir dann immer noch das Problem, dass es nicht nachhaltig sein kann, Holz durch halb Europa zu karren, bis es in Deutschland ist und zur Verfügung steht. Aber ja, es wäre kurzfristig eine Lösung, die aber natürlich eben einen Haufen fossile Energieträger verbraucht, weil das, was das Holz durch die Gegend karrt, wohl kaum ein E-Smart sein wird oder sowas in der Richtung, ne? So, das heißt, alles nicht ganz so toll. Mit Importen lässt sich vieles überbrücken. Nur dummerweise hatten die da ja auch Schwierigkeiten in den anderen Ländern. Heißt, wenn wir unseren Wald damit retten, dass wir einen anderen Wald importieren, dann machen wir halt da die Löcher anstatt bei uns. Das ist global gesehen nicht wirklich hilfreich. Daher wäre wahrscheinlich der einzige Weg, die Holznutzung etwas zu reduzieren, was scheiße ist, weil wir ja Holz dringend als nachwachsenden, nachhaltig verwendbaren Rohstoff brauchen. Aber gerade beim nachhaltig verwendbar müssen wir halt gucken, dass wir auch tatsächlich wirklich nur so viel Holz nutzen, wie wirklich nachhaltig verwendbar ist. Und da kann man sich ein kleines bisschen Sorgen machen. Andererseits, die Forsteinrichter wissen das. Die Forsteinrichter werden spätestens bei der nächsten Forsteinrichtung das sicherlich berücksichtigen. Das sind ja auch keine Dödels, gar nicht. Und dann findet man da bestimmt schon irgendeine Möglichkeit, das Holz nachhaltig zu bewirtschaften. Eine weitere Option übrigens wäre auch eine leichte Preiserhöhung beim Holz, dass du einfach mit weniger Holz als Forstbetrieb trotzdem rentabel bist. Wäre ohnehin angemessen. Und zurzeit merken wir ja beim Brennholz, dass die Brennholzkunden sehr wohl bereit sind, den doppelten Preis schlicht und ergreifend zu bezahlen durch die Energiekrise. Ich möchte jetzt bestimmt nicht den doppelten Preis auch auf Schnittholz angewendet haben, sonst kann keiner mehr ein Holzpassivhaus bauen, aber es scheint da eine gewisse Möglichkeit zu geben. Und schlimmstenfalls könnte man vielleicht auch noch mit einer geringfügigen Subventionierung von Seiten des Staates da irgendwie eingreifen. Aber auch hier bin ich froh, dass ich nicht der Habeck bin, weil das fällt, glaube ich, dann auch wieder irgendwo so bei Klimaschutz, Wirtschaft und so weiter, vielleicht sogar in dem sein Metier. Jetzt muss ich aber dringend meine Nase putzen hier. Nicht, dass das viel helfen würde. So, Nitratüberschuss. Hatte ich ja auch im Problemvideo erzählt, wir haben dahingehend die Schwierigkeit, dass wir den ganzen Planeten mit Nitrat und anderen Stickstoffverbindungen düngen. Das heißt, Überdüngung eines Waldbodens einfach dadurch stattfindet, dass er da ist. Und dass der Stickstoff quasi mit dem Regen runterregnet. Ursachen gibt es im Großen und Ganzen zwei, die mengenmäßig eine größere Rolle spielen. Nämlich einmal sämtliche Verbrennungsprozesse sämtlicher verbrennenden Dinge. Autos, Verbrennungsmotoren, Kohlekraftwerk und alles andere, was auch was verbrennt. Ne? Mit Ausnahme von Wasserstoff und reinem Methan macht beides keine Stickoxide. Ja, also das könnte man potenziell auch verbrennen, ohne dass da sowas bei rauskommt. Erdgas macht ein bisschen Stickoxide, weil Erdgas ist nur 85% Methan, 15% ist anderes Zeug und da sind eben auch ein paar Stickoxide mit dabei, ist also langfristig auch nicht die perfekte Lösung. Gut, übrigens Holz verbrennen macht auch Stickoxide, muss man der Fairness halber auch sagen. Also heißt eine Energie Wende hin zu einer, wir verbrennen nicht mehr so viel Zukunft, würde das Problem der Stickoxiderzeugung durch Verbrennungsprozesse tatsächlich von alleine lösen. Da voraussichtlich eine Politik, in der wir weniger Zeugs verbrennen, grundsätzlich sowieso geplant ist, kann es sein, dass das ein Selbstläufer sein wird und sich die Stickstoffifizierung der Welt sozusagen damit dann automatisch ein bisschen rückläufig bewegen wird. Übrigens, was passiert mit dem Stickstoff, der bis dahin schon am Boden angekommen ist? Nur der wird nach und nach in die Biomasse eingebaut, ein Stück weit recycelt, ein Stück weit tatsächlich irgendwo in Anführungszeichen verbraucht im Rahmen des Kreislaufs, dass das alles irgendwann mal dann doch in einem Meer landet und am Boden des Meeres irgendwann abgelagert wird, wird es dann auch mal irgendwann wieder weg sein. Ja, wenn ich von irgendwann spreche, dann 100 Jahre Minimum, 2, 3 Jahrhunderte
und dann ist es wahrscheinlich wirklich zum Normalzustand zurückgekehrt und wir haben wieder eine, wir haben dann auch wieder Stickstoffmangelstandorte. Momentan wird das eine ganze Weile dauern, bis überhaupt ein solcher Stickstoffmangelstandort überhaupt wieder auftreten kann. Ja. Auch der zweite Faktor, die Landwirtschaft, da mag es auch in der Zukunft, in der modernen Welt, die vielleicht entstehen mag, soweit wir das bisher vorhersehen können, einen Wandel geben, der einfach aufgrund von Preisgründen, aufgrund von Gesamtschutz von Gewässern und Trinkwasserschutz weniger Dünger anwendet. Ich weiß, der ein oder andere Landwirt hat damit ein Problem und ich bin nicht Experte genug für die Landwirtschaft, um voll und ganz gänglich überblicken zu können, ob das wirklich so eine gute Idee ist, jetzt hier und da und überall Dünger einzusparen. Aber ein bisschen Dünger einsparen ist sicherlich möglich, wird sicherlich auch passieren. Und das kommt dann dem Gesamtstickstoffhaushalt des Planeten dahingehend zugute, dass es dann weniger Gesamtstickstoff in der Gegend gibt. Wer heute schon auf Bioniveau düngt, heißt, er hat ein paar Schweine und kippt auf seinen Acker nur das, was die eigenen Schweine hergeben, oder hat ein paar Rinder und kippt auf seinen Acker nur das, was die eigenen Rinder und so weiter und so weiter. Also mit einem internen Kreislauf, der kann auch heute schon quasi nicht wirklich viel zu viel düngen. Es sei denn, er hat viel mehr Schweine, als er Ackeranbaufläche hätte und gibt trotzdem auf seine Ackeranbaufläche alles, was er an Gülle hat, drauf und solche Späße. Ja? Aber es ist schon nachhaltig auf jeden Fall möglich. Dazu kommt, dass die Landwirtschaft der Zukunft auch abseits der Felder, abseits dessen, wo das Ganze in die Umwelt gelangt, einen größeren Düngerbedarf haben wird, wenn wir uns solche Sachen angucken wie Vertical Farming zum Beispiel. Ne? Du hast ein großes Hochhaus. Und weil Platz fehlt in einer Landschaft mit vielen großen Hochhäusern, hängst du einfach an die Fassade deines Hochhauses einen Haufen Tomaten von oben bis unten. Und jeder, der aus seinem Fenster an den jeweiligen Tomatenkübel drankommt, ist verpflichtet, da regelmäßig ein bisschen Dünger reinzuschmeißen. So, und dieser Dünger muss irgendwo herkommen, da im gleichen Haus wahrscheinlich nicht noch Dünger produziert wird, sofern wir nicht so pietätslos sind und mit Eigendung sozusagen düngen, was durchaus funktionieren würde. Muss man übrigens ein bisschen vorsichtig sein, ob sich dann nicht wirklich vielleicht eventuell Krankheitsübertragungsmöglichkeiten ergeben könnten und so weiter und so weiter. Also ein kleines bisschen vorsichtig muss man da schon sein, aber wäre eine Option, ja. Jedenfalls, ja, ne, dann braucht das auch Dünger und je mehr Sachen abseits der regulären Landwirtschaft erfunden werden, um Nahrungsmittel zu produzieren, auch Indoor-Treibhäuser zum Beispiel, die mittels ganz toller Technik Pflänzchen nur noch in der Nährstofflösung wachsen lassen und gar nicht im Boden. Die brauchen dann auch einen Haufen Nährstoffe, sprich Dünger, um ihre Nährstofflösung überhaupt zu einer Nährstofflösung zu machen. Und auch da wird der Dünger von überall her gebraucht werden, weil die Gesamtmenge an produzierter Nahrung muss ja global steigen, weil wir erfolgreich inzwischen 8 Milliarden sind und das nicht mehr lange dauern wird, dann sind wir 9 und dann sind wir irgendwann 10 und dann, ich glaube, bei 11 flacht es ab, die Kurve, aber 11 ist auch katastrophal viel zu viel. Ja? Selbst wenn die Kurve dann abflacht und sich das Problem irgendwann von alleine wegstirbt, nein, das ist katastrophal viel zu viel. Und da müssen wir wirklich uns mit Technologie aus der Scheiße ziehen und irgendwelche hochnachhaltigen, effizienten Wege der Nahrungsbereitstellung, wie zum Beispiel Soylent Green, nein, natürlich nicht. Ja, aber man kriegt schon so Soylent Green Hypes, Vibes oder wie man das so schön nennt im Englischen. Wer den Film nicht kennt, unbedingt mal gucken. Ja, man erwartet ja langsam eigentlich, ich will den Plot-Twist nicht verraten, aber aus heutiger Sicht überrascht einen nicht wirklich, woraus Soylent Green dann letztendlich besteht. Das ist der Plot-Twist. Mist, jetzt habe ich ihn doch fast verraten. Aber, ich meine, das ist ein, keine Ahnung, 60 Jahre alter Film. Den darf man spoilern. Ja, ne? Also das ist ein großes Thema, das sich aber, wie gesagt, in einer Hightech-Nachhaltig-Zukunft wahrscheinlich von alleine lösen lässt. Und ich wollte es einfach nur ansprechen, weil ich es auch bei den Problemen genannt habe. Es belastet vor allen Dingen auch die Biodiversität. Kurzfristig können wir dagegen aber nichts tun. Ja, das ist einfach so. Die Stickstoffdüngung ist da, wie sie da ist. Es gibt nichts, was man dagegen kurzfristig unternehmen könnte. Auch keinerlei politischen Programme, die da irgendwie was bringen würden, abseits von weniger Dünger auf die Felder. Das kann nur im generellen Wandel in eine nachhaltige Zukunft gelöst werden.
Gut, dann haben wir den Klimawandel. Den Klimawandel in zwei Faktoren möchte ich hier ansprechen. Der hat natürlich ganz viele Auswirkungen, keine Frage, ne, massenhaft. Wenige davon positiv, ein Haufen Negatives. Also netto auf jeden Fall eine Katastrophe. Aber die Dürren werden häufiger werden. Punkt. Ja, das ist erstmal so. Und wie können wir jetzt den Wald dürrefit machen? Was kann man da tun? Und da gibt es Anpassungslevel Nummer 1. Wir setzen auf standortheimische Baumarten und Naturverjüngung in Kombination. Beziehungsweise wir setzen nicht auf Naturverjüngung, wenn wir noch keine standortheimischen Baumarten haben. Also nehmen wir an, wir haben einen Fichtenacker bei Hannover. Bei Hannover sollte keine Fichte stehen, überhaupt gar nicht. Die hat da nichts zu suchen. Und der müsste man, wenn man jetzt auf Naturverjüngung setzt, davon ausgehen, dass dann wieder Fichte wächst und wieder Fichte nach und nach mal ein paar Birken einwandern, mal ein paar andere Sachen einwandern und sich so ganz langsam gegen die Fichte durchsetzen, wenn sie dann mal wieder umgefallen ist. Das dauert 200-300 Jahre, bis die Fichte von alleine verschwunden ist, sozusagen. Das heißt, das ist nicht wirklich zielführend und in dem Fall wäre dann wirklich eine Pflanzung notwendig mit irgendwas Standortheimischen, was bei Hannover Buche oder Eiche zum Beispiel sein könnte. Ja, oder Ahorn kann man auch drüber nachdenken. Eschen, je nachdem, wie die Auensituation auf dem jeweiligen Standort ist. Es läuft auf Laubholz hinaus. Da kann man das noch ein bisschen ergänzen durch hier und da noch einen Nadelbaum, der da trotzdem gut wächst, aber primär sollte der Wald zur Mehrheit, sprich mindestens 51%, ich würde sagen eher 60, aus den genannten Baumarten, die normalen Laubholzer, die für diese Region auch typisch sind, bestehen, weil damit ist er automatisch gleich schon mal besser angepasst an das vorherrschende Klima und wir haben die da natürlich vorkommende Baumart vor Ort auch genau da. Ja, und die kommt normalerweise eben mit dem Klima da ohnehin schon am besten zurecht, daher wäre sie auch Kandidatin Nummer 1, um mit dem sich gewandelten Klima da ebenfalls erstmal noch zurechtzukommen. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie sehr sich das Klima wandeln wird, aber dazu kommen wir dann noch. Ja? Also das ist zum Beispiel auch einer der, das habe ich am Anfang versprochen, dass ich dazu noch kurz komme, einer der wenigen Gründe, weshalb man mal was pflanzen muss. Ja? Zwei Gründe eigentlich. Erstens der, die Bäume, die da sind, sind Schrott und es muss was anderes hin. Ein Baumartenwechsel soll künstlich herbeigeführt werden, weil es besser ist. Und Grund Nummer zwei, der Wald ist so weit weg, dass es lange, lange dauern würde, bis von alleine ein neuer Wald kommt und man das durch Pflanzung dann doch bitte beschleunigen möge. Das sind die beiden Gründe, wo Pflanzen besser ist. Gut, ja. Aber nehmen wir mal an, wir hätten schon standortheimische Baumarten, dann müssen wir in so einem Waldstand heute auf Naturverjüngung setzen. Warum? Epigenetische Modifikation. Ja? Die naturverjüngten Bäume haben das Wissen ihrer Eltern. Das Wissen ihrer Eltern ist das Wissen über den gesamten vergangenen Klimawandel. Und das wird ihnen sehr zum Vorteil gereichen. Und wir hoffen, dass auf vielen, vielen Standorten in Deutschland das schon reichen wird. Ja? Einfach mehr Naturverjüngung und standortheimische Bäume. Und schätzungsweise, angenommen, wir kriegen die Erderwärmung tatsächlich auf 2 Grad begrenzt, 1,5 Grad kannst du vergessen. Das kannst du einfach streichen. Das ist Mumpitz. Das ist Politik. Ja, das geht nicht. Sagen wir mal, wir kriegen es auf 2 Grad begrenzt. Dann wird Stand heute vermutlich auf 60-70% der aktuellen Waldfläche auch noch ein ähnlicher Wald stehen, wie wir den kennen und in einer ähnlichen Zusammensetzung, wie wir ihn gewohnt sind. Mehr oder weniger. Hoffen wir. Ja, und 60-70% der Waldfläche heißt immer noch 30-40% der Waldfläche, auf denen das nicht der Fall ist. Ja, also diese 2 Grad Erwärmung darf man wirklich nicht unter den Teppich kehren. Das ist schon schlimm. Wenn es noch mehr wird, wird es halt, da finde ich keine passenden Worte für. Das ist also Vorgehensweise Nummer 1. Wo wir mit halbwegs standortheimischen Baumarten halbwegs vernünftig arbeiten können, machen wir das. Ja, also niemand hat vor, in der Forstpolitik und in den Forstbetrieben draußen jetzt die komplette Fläche nur noch auf Douglasie zu setzen oder sowas. Es gibt Stimmen jenseits des Forstes oder auch teilweise aus dem Forst, die behaupten, sowas wäre der Plan. Das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Und
das hat keiner vor. Ne? Auch der Herr Özdemir nicht. Also ich sehe da keinerlei Anzeichen, dass der in irgendeiner Form jetzt auf einmal als Grüner auf die Idee kommt zu sagen, ab sofort werden nur noch Fichten, Douglasien gepflanzt. Ah, ich glaube, das ist unrealistisch. Das ist schlicht unrealistisch. Gut, ja, Level 2. Wenn einfach nur Naturverjüngung, Standort heimischer Baumarten nicht reicht, dann, und das kann man in jedem Fall bei den meisten Beständen sowieso machen, mehr Vielfalt hilft, sprich mehr Baumarten, Biodiversität, beides. Warum? Na ganz einfach, wenn wir nochmal sowas kriegen wie einen Fichtenborkenkäfer und der frisst uns die Fichten weg, dann sind die Fichten weg. In Regionen, wo es nur Fichten gegeben hat, sind halt jetzt alle Bäume weg. So, hätten wir da einen Wald gehabt, der aus Fichte, Tanne, Buche, Eiche besteht, dann wäre immer noch die Fichte weg, aber wir hätten noch 75% Bewaldung, weil, jetzt gehen wir mal von Gleichverteilung aus, die Buchen noch da, die Eichen noch da, die Tannen noch da. Und je mehr Baumarten wir haben, desto geringer ist das Risiko, dass irgendwann ein Buchenfresskäfer zum Beispiel, der uns alle Buchen wegfresst, den kompletten Wald vernichtet, weil der nur noch aus Buchen besteht und ja, nur die ganz wenigen Eichen überlebt haben. Und drum wollen wir gerne ein paar mehr als nur ganz wenige Eichen haben und drum ist auch der aktuelle Stand, nicht zum reinen Buchenwald zurückzukehren, der auf großen Teilen Deutschlands die natürliche Waldform wäre. Ja, die Buche wäre die mit Abstand alles dominierende Baumart, die auf vermutet 70-85% der Waldfläche wären Buchenwälder. Ja, das kann man theoretisch wieder so machen. Vielleicht wären die in manchen Fällen auch recht widerstandsfähig. Es gibt aber auch leider Beispiele, wo sie es nicht sind. Das macht einem dann wieder Sorgen. Aber Sorgen wollen wir uns ja nicht machen. Wir suchen ja nach Lösungen. Ja, aber das ist einfach nicht zielführend, weil, wie gesagt, wenn die große Buchenkatastrophe kommen sollte, das wissen wir nicht, aber wir sollten vorbereitet sein, falls das der Fall sein sollte. Ja, das ist auch nicht realistisch, aber eine große Buchenkatastrophe bei 85% Buche heißt, wir sind den Wald los. Puff. Ja. Eine große Buchenkatastrophe bei 30% Buche ist immer noch eine riesige Katastrophe und 30% Buche im gesamtdeutschen Baumartenspektrum ist durchaus gar nicht unrealistisch, dass es zu sowas mal kommen mag. Wäre immer noch eine Riesenkatastrophe, aber wir haben noch 70% Wald. Ja? Und das ist dann schon erwünschenswert. Daher Buchenwald, aber mit Mischung. Aber mit Eiche drin, mit Ahorn drin, mit Hainbuche drin, mit hier und da wirklich der Douglasie drin, hier und da Nuss, hier und da Kirsche. Wertvolle Alternativen zum Buchenholz, das halt eben speziell ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ich kriege immer Ärger, wenn ich das Buchenholz zu schlecht mache, das ist auch richtig. Den Ärger habe ich zur Kenntnis genommen und gelobe Besserung. Buchenholz ist schon auch nutzbar, keine Frage. Es ist halt nur komplizierter und mitunter ein bisschen schwieriger als manch anderer Baumart. Gut, Vielfalt war das. Dabei ganz wichtig, die richtigen Provenienzen. Das ist sozusagen Level 3. Wir nehmen einheimische Bäume, setzen auf Naturverjüngung, aber wir müssen noch einmal, letztes Mal noch pflanzen, bevor wir auf die Naturverjüngung setzen können, weil die Bäume, die wo stehen, die falsche Provenienz haben. Ja, Provenienz ist Herkunft, schlicht und ergreifend. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Wald neben Hannover, ja, wo wir die Fichten platt gemacht haben und jetzt Buche pflanzen. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir jetzt die falsche Buche pflanzen würden. Zum Beispiel Buche aus Italien. Ja, das wäre zwar Buche und grundsätzlich gehört Buche dahin, aber nicht italienische Buche. Die hat genetisch eben eine Anpassung an, wie komme ich in Italien klar und ganz bestimmt nicht für Niedersachsen. Ja, und drum wäre es dann halt wichtig, dass man, wenn man da Buche pflanzt, auch niedersächsische Buche dahin pflanzt. Möglichst Bucheckern verwenden für die Aufzucht der jungen zu pflanzenden Buchen aus genau diesem Wald oder dem nächst verfügbarsten Wald. Müssen trotzdem noch eine gute Qualität haben, aber die Wahl der richtigen Provenienz ist ganz, ganz wichtig. Und man kann mit der Wahl der richtigen Provenienz, wenn zum Beispiel eine Situation besteht, in der wir davon ausgehen, weil es jetzt schon sehr trocken ist und es in Zukunft noch trockener sein wird in einem bestimmten Wald, zum Beispiel da hinten, und man davon ausgeht, es wird irgendwann zu trocken für die Tanne, die jetzt gerade dasteht, ja, dann kann man, also vereinzelt, dann kann man vielleicht die nächste Generation Tanne anreichern, also die Tannen schon stehen lassen, die Naturverjüngung der Tannen schon kommen lassen, aber ergänzen
bereichern, ne? Nicht austauschen, mit gepflanzten Tannen aus einer deutlich trockeneren, deutlich wärmeren Region, die dann von ihrer genetischen Anpassung her auf trocken und heiß schon angepasst sind. Und hier, wo es noch nicht trocken und heiß ist, es ihnen erstmal zu kalt sein wird, aber in 50 Jahren ist es hier dann trocken und heiß und dann wissen die Tannen bereits, wie sie damit klarkommen sollen, weil das ja genau das ist, was sie von ihren Eltern mitgegeben bekommen haben. Also man kann die Geschwindigkeit der Anpassung der Baumarten auf einen anderen Standort, auf eine andere Standortsbedingung, auf gut Deutsch auf Klimawandel, beschleunigen, indem man künstlich Bäume, die bereits die Anpassung haben, dahin stellt, wo sie später notwendig sein wird. Das sollte man nicht ausschließlich tun, also nicht nur, wir tauschen alle Bäume aus, wir machen nur neue Bäume hin. Das wäre scheiße. Ergänzend, 10-20% vielleicht, ergänzen. So, dann werden dichtere Waldstrukturen bevorzugt. Der da hinten, da kann man recht gut durchgucken. Das ist schlecht, weil wenn man da gut durchgucken kann, dann kommt da auch relativ viel Licht auf den Boden. Und wenn da Licht auf den Boden kommt, dann wird der Boden auch warm. Wobei Wärme gerade was ist, was ich gerne hätte, aber egal. Im Sommer wird er halt leider dann auch warm und dann trocknet der auch schneller aus und dann ist das Wasser schneller fort und die Bäume drumherum haben schneller Stress. Heißt, ein Wald, durch den man nicht durchgucken kann, der unten voll ist mit lauter kleinen Bäumchen, der unglaublich dicht ist, wo man gar nicht mehr durchlaufen kann, der staut das Wasser besser. Ja? Der hält die Feuchtigkeit, die feuchten Luftpakete besser im Wald. Das will ich jetzt nicht zu weit ausführen, dann sonst sitzen wir morgen noch hier. Und ist erheblich effizienter eben im Feuchtigkeitsrückhalten sozusagen. Und das möchten wir gerne auf Teilen der Fläche haben. Hier besteht allerdings ein Widerspruch, muss man sagen. Ein solcher Wald ist zwar schön und gut und toll, aber der wird weniger und vor allen Dingen dünneres Holz produzieren, als das mit einem Hochleistungswald mit wenigen sehr dicken, sehr schnell wachsenden Stämmen möglich wäre. Damit du wenige dicke, sehr schnell wachsende Stämme bekommst, musst du aber genügend Platz um diese Stämme zulassen und das bedeutet, dass du dann wiederum auch eine relativ lichte Waldstruktur bekommst, die schneller austrocknet. Das heißt, wo es geht, kann man bestimmt in Zukunft versuchen, mit dichteren, waldklimafreundlicheren, sage ich jetzt mal, Beständen zu arbeiten. Wo das nicht geht, weil eben auch diese dicken, wertvollen Stämme, zum Beispiel zum Häuserbau oder Ähnlichem, sehr wohl benötigt werden, auch für tolle, langfristig nachhaltige Bauprojekte und alles, was uns so einfallen kann, was man damit nur anstellen kann, das muss es auch geben. Ja, daher ist es nicht nur eine Option, jeglichen Wald einfach nur zuzupacken, dicht zu machen, damit da ja nichts, irgendwelche Feuchtigkeit entweicht. Und das hat außerdem auch Grenzen. Ja, also wenn bei 2018 oder 2019 hat auch ein solcher zugepackter, dichter, die Feuchtigkeit gut rückhaltender Wald auch Schäden gezeigt. Ja, auch. Weniger, aber auch. Und wenn es mal noch was Schlimmeres als 18 oder 19 geben sollte, dann sind auch die Grenzen dieser Strukturen dann recht schnell erreicht. Und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass es mal noch was Schlimmeres als 18, 19, 20 gibt. Alternative heimische Baumarten zunächst mal. Ja, jetzt kommen erst die alternativen Baumarten pflanzen. Also der Wald geht schlecht, wir müssen sofort Palmen pflanzen, was manche Leute so irgendwie das Gefühl haben, das hätte irgendjemand vor, ist völliger Käse. Nach all den genannten Sachen, die wir jetzt bisher runtergespult haben, jetzt kommt die Überlegung, ob wir noch zusätzlich alternative heimische Baumarten einbringen. Und da reden wir auch nicht von nur ausschließlich alles platt machen, neu pflanzen, sondern 10%. Ja, vielleicht 15. Alternative heimische Baumarten. Heißt Kirsche, heißt Walnuss, heißt, naja gut, Hybridnuss, weiß nicht, wie die heimisch ist, zur Hälfte. Ja, Kastanie, Esskastanie, ja, auch ganz wichtig, ganz toller Zukunftsbaum. Oder so Sachen, die wirklich nur der Bestandesstabilität dienen und überhaupt kein vernünftiges Holz liefern, wie der Feldahorn beispielsweise. Ja. Oder die Eibe,
mal ein paar Eiben zwischendurch und dann mit Einzelschutz dafür sorgen, dass sie das Reh nicht frisst. Und das wären alles so Möglichkeiten, die das Gesamtwaldbild bereichern könnten, auch wenn das mitunter Baumarten sind, die zum Beispiel auf dieser Höhenlage in so einem Wald hier nicht natürlich vorkommen würden. Aber es sind trotzdem einheimische Baumarten, sie sind nicht von weit weg und sie ergänzen das Ganze von nicht weit weg auf eine insgesamt höhere Biodiversität und das kommt dann wiederum der eben schon erwähnten Vielfalt der Baumarten sehr, sehr zugute. So, und erst wenn wir das gemacht haben, dann kann man drüber nachdenken, in Ausnahmefällen auch schon früher bei etablierten Fremdländern zusätzliche fremdländische, wie man sie so schön nennt, Baumarten einzubringen. Aber auch hier wieder Maximum forstweit 20% bzw. 19% ist die magische Grenze, weil ab 20% kriegst du keine Zertifizierung mehr, bei 19% schon noch. Daher ist das Maximum 19% und da geht es um die zwei großen Roteiche und Douglasie. Das sind so die beiden Haupthoffnungsträger, wenn man das sagen kann, bei den fremdländischen Baumarten, die sich bei uns sehr, sehr gut integrieren lassen in verschiedene Bestände und zahlreiche positive und ein paar zugegeben auch wenige nachhaltige, negative so rum Effekte haben können. Ja? Aber die kommen, wie gesagt, erst jetzt. Nur wo es aus ökonomischen Gründen wirklich super gut funktioniert, mit viel Douglasie zu arbeiten, haben wir heute schon diese 19% erreicht. Das ist im Südschwarzwald zum Beispiel der Fall. Und Teile von Hessen haben auch einen großen Douglasienanteil. Nordschwarzwald haben wir auch generell viele. Also da kann man schon viel mitmachen. Und die Douglasie ist halt dahingehend schön, weil eine Douglasie entlastet dahingehend den Wald, dass sie drei Buchen sozusagen ersetzt vom Zuwachs her. Das soll jetzt nicht heißen, dass du auf drei Buchen verzichten kannst, weil du eine Douglasie hingestellt hast. Andersrum, wenn du eine Douglasie hingestellt hast, dann kannst du drei Bäume hinstellen, die scheiße wachsen und es kann dir ökonomisch egal sein, weil die Douglasie für die drei Schrottbäume sozusagen mitwächst. Ja? Ökonomisch gesehen. Das heißt, du verdienst trotzdem dein Geld mit der einen Douglasie und die drei anderen Bäume können irgendwas sein, was nur das Eichhörnchen toll findet, ja? Was der Specht toll findet, was generell keinen wirtschaftlichen Nutzen hat und lediglich der Struktur und der Stabilität der Ökosystems, den Ökosystemdienstleistungen des Waldes zugutekommt. Ja? Und ja, sie hat auch ein paar Nachteile, aber die will ich jetzt gerade nicht aufzählen, sonst sind wir ja morgen noch da. So, und wenn das jetzt auch nicht mehr reicht, wenn wir jetzt all diese Maßnahmen angewendet haben, in vielen Fällen sind die letzteren Maßnahmen ja gar nicht notwendig und es reicht einfach nur Naturverjüngung, Standort, heimische Baumart, Punkt. Ja? Aber haben wir jetzt doch all dieses Zeug angewendet und es kommt dazu, je nachdem wie krass der Klimawandel wird, dass das nicht reicht, dass damit der Wald trotzdem stirbt, dann haben wir noch den großen roten Notknopf, auf den man so draufhauen kann. Und der führt dann zum Beispiel dazu, dass plötzlich überall die Robinie wächst. Denn die Robinie wächst wirklich unter den allermiesesten Bedingungen und würde auch bei einem plus 3 Grad, plus 3,5 Grad Klimawandelszenario in Deutschland wahrscheinlich noch auf den allermeisten Standorten problemlos wachsen können. Aber nichts anderes mehr. Ja, also der große rote Robinienknopf, bam, Notfall, drückt den Robinienschalter, heißt so viel wie ja, aber das ist ein Einwegschalter. Ja? Dann hast du den Robinienwald, den wirst du dann nie wieder los. Ja? Der ist dann da. Und darum sollte der große rote Notfall-Robinienknopf zum Beispiel, ne, das ist nicht nur die Robinie, da gibt es noch ein paar andere Baumarten, die dieses Potenzial haben. Und wir suchen auch noch weiteren, einfach falls Worst-Case-Szenario tatsächlich eintritt und wir diesen großen Knopf drücken müssen. Aber ja, das ist dann ein Wald, der sieht überhaupt nicht mehr aus wie das, was wir kennen. Gar nicht. Das ist ein völlig neues Ökosystem, das es in dieser Form sonst so auch noch nicht gegeben hat. Das wird sich zu irgendwas anderem entwickeln. Es wird die Evolution durchlaufen, wie jedes andere Ökosystem auch. Und dabei kommt dann irgendwas bei rum, dass da schon irgendwie Biomasse produziert. Ja? Aber es hat nichts mehr mit dem Wald, den wir alle von Kindesbeinen an kennen, zu tun. Und das wäre sehr, sehr traurig. Emotional. Ja? Die Natur bewertet nicht. Der ist es egal.
irgendwo. Ja? Aber der mannigfaltige Tod, der mit einer solchen Strukturumwandlung unseres mitteleuropäischen Waldes einhergehen würde, das wäre schon scheiße. Und so eine Robinie ist übrigens giftig, also für viele, viele, viele Tiere auch. Das würde also auch das tierische Leben komplett auf den Kopf stellen und umkrempeln. Ja, nicht schön. Auch wenn man eigentlich sagen soll, wie gesagt, die Natur bewertet nicht. So. Das ist im Prinzip das gewesen, wenn wir die Effekte des Klimawandels eben nicht unter Kontrolle kriegen. Generell unabhängig von Dürre und so weiter und so fort wird eine langfristige Änderung der Ökosysteme durch den Klimawandel sowieso stattfinden. Und je nachdem, wie heftig die wird, wird sie halt alles auf den Kopf stellen. Ja, ich muss das jetzt, glaube ich, nicht noch weiter ausführen. Es kann auch sein, dass bei 3 Grad Erwärmung vielleicht auch der eine oder andere Flecken völlig waldfreie Landschaft in Deutschland auftreten wird. Das haben wir ja momentan fast nicht, außer irgendwelche krassen Auenlandschaften, die Salzwiesen an der Nordsee zum Beispiel. Aber es gibt kaum Flächen, die natürlich waldfrei wären in Deutschland. Das ist weit, weit unter 0,2% der Landesfläche oder was, natürlich waldfreie Flächen. Ja, Flussauengebiete, ja, da gibt es ja auch Auwälder. Daher wäre wirklich nicht viel, vielleicht 1% insgesamt, wenn man noch die alpinen Gedönssachen mitzählt und sowas wie den Feldberg, wobei auf dem wahrscheinlich auch zumindest ein kleiner Wald wachsen würde. Also na, es bleibt wirklich nicht viel übrig. Ja, vielleicht 1% der Fläche mit Gerölllandschaften und so weiter. Ja, und das kann sich problemlos auf 20, 30, 40, 50% der Fläche auch erhöhen, je nachdem, welches Klimaszenario wir kriegen. Und das Schöne ist, schön im Sinne von angstmachend ist, Wald ist deutlich anspruchsloser an seine Wachstumsbedingungen als jede Landwirtschaft. Heißt, eine Fläche, wo kein Wald mehr wächst, kannst du Landwirtschaft erst recht knicken. Ja, die Landwirtschaft wird schon viel, viel, viel früher überhaupt nicht mehr möglich sein, jedenfalls nicht mit ohne enorm drauf zu zahlen und eine enorme Bewässerung einzurichten, die auch irgendwann nicht mehr funktioniert, weil das Wasser muss auch irgendwo herkommen. Selbst wenn du es von ewig weit hin pumpst, in ewig weit muss das Wasser dann sein. Und wenn da auch kein Wasser mehr ist, ja, dann Halleluja, ne? Und da haben wir den Salat. Also es kann schon beliebig scheiße werden. Aber falls es nicht beliebig scheiße wird und wir es hinkriegen, und dafür ist Anstrengung nötig, das passiert nicht von allein, die globale Erwärmung auf eben diese besagten 2 Grad und auch noch besser 1,9, 1,8. 1,8 halte ich schon für ziemlich unrealistisch. 1,9 wäre auch schon ein bisschen besser. Ein bisschen besser wäre schon sehr hilfreich. Das kann man vielleicht noch schaffen. Vielleicht. Rein rechnerisch. Ja. Die politischen Anstrengungen reichen dafür natürlich hinten und vorne nicht aus. Damit haben die Klimakleber schon recht. Ich finde die Klimakleber auch nervig. Und ich glaube nicht, dass die Klimakleber zu irgendwas gut sind, um irgendwie die Situation voranzubringen. Aber sie haben nicht ganz Unrecht, dass die Lage ernst ist. Das ist sie. Ja, aber mit allen so sehr auf den Sack gehen, dass sie dann gar keinen Bock mehr auf Klimaschutz haben, ich glaube nicht, dass das hilft. Aber kann man natürlich auch anders sehen. Gut, mein Anliegen war jedenfalls, ja, ich wechsle den Akku und laufe noch ein Stück. Mir wird kalt. So, also jetzt wieder in Bewegung. Also ich wollte jetzt im Wesentlichen einfach nochmal kurz darauf hinweisen, trotz der Lösungsorientiertheit, wir müssen auf jeden Fall eine Sache hinkriegen als Gesellschaft, nämlich die globale Erwärmung auf ein halbwegs überlebbares Maß runterdrücken. Ja, das ist einfach erforderlich. Tatsache. Ja, es wird auch bei Business as usual, das ist ja dieses Szenario, in dem wir uns quasi nicht groß bemühen, was für den Klimaschutz zu tun, selbst dann wird es zumindest auch noch Wälder in Deutschland geben. Ja? Aber ich möchte nochmal betonen, die haben nichts mehr mit dem zu tun, wie wir sie jetzt kennen. Da werden vielleicht noch 30%, höchstens eher 20% der Arten, die wir heute haben, noch drin sein in diesen Wäldern. Das allermeiste, was heute selten ist, wird dann einfach nicht mehr da sein. Also bei den Vögeln, da hast du noch eine Amsel, da hast du vielleicht noch die Meisen.
Ja, wobei, mit den Meisen bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher. Ja? Aber es wird wirklich einen Haufen Viecher geben, die dann einfach weg sind. Ja? Die mit einem solchen grundlegenden Wandel so schnell nicht zurechtkommen. Und mit dem Verlust unserer Bäume, unserer heimischen Bäume, ich versuche meine Tasche hier zuzukriegen, das geht aber nicht mit diesem Handschuh. Und ausziehen kann man den auch nicht mehr. Ich bin hilflos, Hilfe! Ich will mal meine Tasche zumachen. Kann ja nichts erzählen sonst. Schnitt. So jetzt, also. Die Lage ist jedenfalls ernst. So, und eben dieses Massenaussterben, was mit so einer Erwärmung einhergehen wird. Klar, es kommen vielleicht ein paar neue Sachen dazu. Ja, ja, es kommt dann halt irgendwelches Zeug aus dem Süden, aus dem Mittelmeerraum, was dann zu uns zieht, weil im Mittelmeerraum überhaupt nichts mehr lebt. Wäre vorstellbar. Ja? Wäre durchaus auch vorstellbar, dass die Katastrophe woanders dann noch ganz anders wird. Mal von den ganzen wirtschaftlichen Folgen brauchen wir gar nicht anfangen. Von der menschlichen Migrationswelle, die das auslösen wird, zwangsläufig. Das braucht man jetzt nicht schönreden oder schlecht finden oder sonst wie, aber das wird passieren. Und dann ist die nächste Frage, wie man damit umgeht. Und ja, also genügend Herausforderungen. So, und jetzt zurück zu den guten Sachen, die, was wir politisch machen können beim Wald. Ja, die allermeisten Sachen, da sehe ich wenig Anpassungsbedarf. Ja, das meiste, was man da so hat beschließen müssen, ist beschlossen. Das letzte, was noch gefehlt hat, nämlich eine Förderung der Biodiversitätsdienstleistungen des Waldes, das ist jetzt gerade eben ganz frisch. Ja, jetzt auch beschlossen. Vielleicht muss man das irgendwann noch mal ein bisschen ausbauen, noch ein bisschen erweitern, aber ja, dann kann man vielleicht bei der Jagd eventuell nochmal drüber nachdenken, ob da noch ein paar Reformen notwendig sind. Vielleicht. Und der Rest ist eigentlich Kleinigkeiten. Und nicht mehr unbedingt Zeug, was dann nennenswert viel mit diesem Klimaschutz oder dem Klimawandel zu tun haben wird, was den Wald angeht. Eine große Hausnummer wird die Sicherung der Ressourcenverfügbarkeit sein. Also sich darum zu kümmern, dass der Wald auch noch weiterhin genügend Holz liefert. Dass wir die Ansprüche an den Wald nicht zu hoch stellen. Und auch eine große Herausforderung, unabhängig vom Klimawandel, ist sicherlich auch die Multifunktionalität des Waldes, die in der Zukunft ja auch weiterhin so sein wird. Das heißt, er soll einerseits Rückzugsraum sein, wenn man noch ein bisschen Natur haben möchte. Ja, er soll für uns, ja. Gleichzeitig soll er der Rückzugsraum der Natur sein, um Natur zu sein. Er soll genereller Erholungsraum sein, er soll für Sport zur Verfügung stehen, für Spaß. Die Mountainbiker, die da die Berge runterbratzeln wollen, sollen da irgendwie drin unterkommen, zumindest nach ihrer Meinung. Die vielleicht wollen sogar die blöden Enduro-Fahrer da irgendwie unterkommen wollen. Also wer mit motorisiert durch den Wald brettert, der ist mein Feind. Ja? Das kann euch gleich mal klar sein. Ich habe so zwei, drei, die da hin und wieder bei mir reinschauen und solche Dinge tun. Nein, ihr seid Feinde. Ich kann euch nicht leiden, wenn ihr so einen Scheiß macht. Echt nicht. Wollte ich nur mal kurz klargestellt haben. Ja, und haufenweise Anforderungen. Ja? Jeder, der irgendwie ansatzweise was vom Wald möchte, hat seinen persönlichen Wunsch, wie der Wald zu sein hat, wie der Wald auszusehen hat und was da mehr hingehört und weniger hingehört. Und ja, das wird nach wie vor so sein. Und wenn wir mehr werden, auch die Bevölkerungszahlen entsprechend explodieren, weniger Wald für alle sozusagen, ja. Und dann natürlich noch die große Frage der Fläche, wo soll sie herkommen? Wenn der andere Platz knapp wird, könnte man ja irgendwann auch noch auf die Idee kommen zu sagen, dass jetzt statt Wald dadurch auch wunderbar ein paar Hochhäuser da hinten hingehören würden. Ne? Das geht ja ein Stück weit, aber Achtung, ja, nämlich nicht falsch verstehen, ein Stück weit geht das ja auch schon los, dass wir jetzt anfangen, Windräder in den Wald zu stellen. Das finde ich gut und richtig und das ist irgendwo notwendig. Ja? Lieber einen kleinen Teil des Waldes opfern, um da Windräder reinzustellen, als sämtlichen Wald verlieren, weil wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, weil das ist die Konsequenz. Das muss einem ja auch klar sein. Jetzt außer man geht natürlich in Richtung Atomkraft, würde alles retten, das kann ich nicht beurteilen. Ja?
Das ist ja immer das Nächste. Nach dem, was ich so recherchiert habe zu Themen, mit denen ich mich nicht auskenne, nämlich wie funktioniert die Energiewende, das weiß ich nicht, ich bin Forstmensch, aber ist wohl die ganze Kernkraftgeschichte dahingehend schwierig, weil es zu lange dauern würde, den Krempel zu bauen. Und was jetzt die Fusion, die Kernfusion angeht, angeblich in 30 oder 40 Jahren hat man die soweit, dass die Energie abgibt. Ja, was ist, wenn nicht? Ja, das sind ja ganz vorsichtig zu genießende Prognosen, sowas. In 30, 40 Jahren haben wir das. Ja, da wäre ich mir halt eben nicht so hundertprozentig sicher. Ich kenne jetzt wenig Wissenschaftsbereiche, die mit Sicherheit sagen können, dass die Forschung bis dahin auf jeden Fall soweit sein wird. Zumal Stand heute keiner genau erklären kann, wie das dann in 30 oder 40 Jahren funktionieren soll. Ja, die können lediglich sagen, ach, in 30 oder 40 Jahren ist bestimmt irgendjemand nur eingefallen, wie das geht. Ja, und nachher stellt man in 30 oder 40 Jahren fest, nee, das ist unmöglich. Das kann ja auch passieren. Und drum würde ich da lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach haben, weil die Technologie für regenerative Energiequellen im Sinne von Windrad, Photovoltaik und so weiter und so fort, die haben wir. Die ist heute da. Die ist nicht in ferner Zukunft vielleicht verfügbar, sondern jetzt. Und was wir auf keinen Fall meiner Meinung nach weitermachen sollten, ist verpennen, nichts tun und abwarten. Weil man hätte ja bekanntermaßen schon vor 20 oder 30 Jahren anfangen können, an dem, was jetzt in kürzester Zeit umgesetzt werden muss, zu arbeiten. Das hätte vor 20 oder 30 Jahren auch keinen Schaden angerichtet. Ja? Aber gut. So. Ach, wisst ihr was? Ich gehe noch mal runter ans Wasser. Das war so nicht geplant. Upp. Ja. Upp. So, jetzt hat. Tat ein bisschen weh gerade. Na egal. Alles noch gut. Tada! Hier noch ein schönes Schlussbild. Schön am Wasser mit Birke. Ja, bin jetzt doch ganz froh, dass ich hier noch an der Schwarzenbach-Talsperre gewesen bin. Im Grunde unnötig, ist jetzt wirklich nur zu meinem persönlichen Wohlbefinden gewesen. Bin ja auch ein bisschen Auto gefahren dafür, also nicht zielführend im Grunde, ne? Ist nämlich kein E-Auto, aber trotzdem, hat jetzt Spaß gemacht. Es ist halt auch eben, ja, das ist vielleicht ein das letzte Dingens, ne? Man muss persönlichen Verzicht schon irgendwo mit auf die Liste der Dinge, die notwendig sein werden, draufpacken. Das wird nicht ganz funktionieren, wenn jeder einfach lebt, wie er lustig ist. Ja, Freiheit und so weiter und so fort. Aber wenn wir den Grundsatz, dass die Freiheit des einen da anfängt, wo die Freiheit des anderen aufhört, beibehalten wollen, was Freiheit naturgemäß immer einschränken muss, weil Freiheit, ich will alle Leute hier umbringen und laufe jetzt Amok im Rahmen der Freiheit. Er ist ja völliger Unsinn. Also eine völlige Freiheit kann es nie geben. Nicht, wenn man irgendwelche gesellschaftlichen Normen einhalten muss und möchte, in meinem Fall auch möchte. Und ja, im Rahmen dessen kann die Freiheit des Einzelnen auch nicht darin bestehen, meiner Meinung nach extrem fette Autos völlig gewissenlos zu fahren, zum Shoppen nach New York zu fliegen und was weiß ich was für einen Scheiß anzustellen, weil damit halt eben auch aller unserer anderen Zukunft beeinträchtigt wird. Ich hoffe, der Satz war jetzt verständlich, war grammatikalisch nicht korrekt. Und ja, die jungen Menschen, mit denen will ich gar nicht anfangen. Ich kann daher wirklich also jede Form von extremerem Klimaprotest menschlich voll und ganz nachvollziehen, wenn die wissen, was auf sie zukommt und dass sie nicht nur viel von dem, was da kommt, erleben werden. In meinem Fall, ich denke, ich werde viel, viel davon erleben. Wer jetzt ganz jung ist, wird alles, absolut alles erleben und kaum noch eine Chance haben, die Natur, wie ich sie noch kenne, wie wenn ihr älter seid als ich, ihr sie erst recht noch kennt, werden die nie kennenlernen. Ja, wenn die ein altes Ökologiebuch aufschlagen, dann sind da Ökosysteme beschrieben, die die nicht kennen, die es da nicht mehr gibt, die sich langsam entwickelt haben, die einen gewissen Wandel durchgemacht haben, den ich sehen kann. Ja, ich bin gerade noch
alt genug, um sehen zu können, wie sich die quasi vom Menschen unbeeinflussten Ökosysteme, die es heute noch gibt, nach und nach durch globale Veränderungen zu etwas verändern, was mit dem nichts mehr zu tun hat. Ja? Aber ich kann auch erkennen, wo es hergekommen ist. Und da bin ich wirklich froh, dass ich da alt genug bin und vieles, manches schon gesehen habe, bevor es unwiederbringlich weg ist. Ja? Und das ist, denke ich, ein großes, 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 großes Problem, was die jungen Menschen jetzt gerade so haben. Ja. Und auch ein Teil eben auch meiner Meinung nach unserer aller Verantwortung. Daher vielleicht sollte ich, also eigentlich sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich nur zu persönlichen Vergnügen jetzt autotechnisch hierher gefahren bin. Das sind 15 Minuten oder so, aber hätte nicht sein müssen. Ne? Ich hätte mich auch bei mir wieder im Garten hocken können, wenn ich das beim ersten Teil dieses Zweiteilers getan habe. Das hätte auch funktioniert. Klar ist hier schöner, ja? Aber hätte auch funktioniert. Und ja, müssen wir halt alle irgendwie gucken, uns ein bisschen an die eigene Nase zu fassen. Und ich bin bestimmt nicht nur Klimawohltäter, ganz bestimmt nicht. Aber ich sollte da mehr tun. Und vielleicht ihr auch. Und vielleicht wir alle. Und vielleicht müssen wir von der wir sollten eigentlich etwas tun Mentalität hin zu einer wir tun tatsächlich mal was Mentalität, auch wenn das eben anstrengend ist und persönlichen Verzicht bedeutet. Also meine Frau und ich, wir geben uns Mühe. Wir haben noch so ein paar Projektchen für die Zukunft, wo wir dann definitiv noch besser werden in Sachen Ressourceneffizienz. Und aber ich glaube, an der Stelle würde ich es dann auch bewenden lassen und mich noch mal ein wenig bewegen. Ist schon wieder kuschelig. Aber noch ein bisschen mehr Bewegung schadet auch nicht. Ja, ich bin auch gleich wieder am Auto. Und ja, dann war das jetzt im Grunde der letzte Teil. Zwar nicht mehr groß zum Wald, aber einfach so ein paar allgemeine Dinge, die ich vielleicht noch loswerden wollte. Ach, ein letztes hätte ich noch. Ich werde noch häufig, ganz anderes Thema, werde häufig gefragt, wie lange brauchst du eigentlich für so ein Video? Jetzt zum Beispiel dieses Ding hier, das war ja schon recht viel Fachwissen und so weiter und so fort. Ist ganz unterschiedlich und kommt darauf an, wie man rechnet. De facto habe ich hierfür vielleicht eine halbe Stunde nachgedacht, eine halbe Stunde meinen Zettel geschrieben, den ich eben in der Hand hatte, so grob mit Stichpunkten, was ich kurz ansprechen möchte. So, und ansonsten Viertelstunde Anfahrt hierher und das, was ihr jetzt gesehen habt. Ja, ich habe mehr oder weniger am Stück gedreht. Das war's. Das ist der Arbeitsaufwand bisher für dieses Video. Das geht jetzt im Schnitt 3 oder 4 Stunden vielleicht. Und maximal, nicht mal, 2, 2, 2,5, sowas. Ja, und das war's. Mehr Arbeit kommt hier nicht zusammen. Aber, dass ich den Krempel, den ich jetzt erzählt habe, so mal eben aus dem Stegreif erzählen kann, das liegt halt daran, dass ich sehr viel Zeit investiert habe, um das auch alles zu wissen. Ja, in der Ausführlichkeit und, das klingt jetzt nach Eigenlob. Ja, ist es. das hat schon dann etwas mehr Zeit gedauert. Und darum ist es halt schwierig, eine Zeitangabe, ein Video dauert so und so lange zu machen. Das ist so ähnlich, wie da habe ich mal ein ganz schönes Beispiel in die Kommentare geschrieben bekommen oder hat mir jemand persönlich erzählt. Ich glaube beides. Ja, beides war's. Da war in der Firma irgendein Industriebetrieb, weiß nicht mehr, was die hergestellt haben, was Wichtiges, eine Maschine kaputt. Ja, und dann mussten sie den einen krassen Techniker rufen, der so eine Maschine, Spezialmaschine, reparieren kann. So, und der kommt auch, der hat 200 Kilometer Anfahrt, der kommt, macht sich sofort auf den Weg, ist schnell da, geht zur Maschine, gefühlt nimmt dann einen Schraubenschlüssel, haut da einmal drauf, dong, und Maschine läuft wieder. Rechnung 1000 Euro. So, von den 1000 Euro ist natürlich einiges weg, weil er so eine lange Anfahrt hatte, weil er spontan losgefahren ist. Ne? Also hier Sonntagszuschlag von mir aus noch, lass es Sonntag gewesen sein.
Und dann wollten sie wissen, warum er denn so viel Geld dafür haben will, wo er doch nur einmal auf die Maschine Dong gemacht hat. Und dann meint er, ja, das Dong, das ging 5 Minuten. Die 30 Jahre, die ich gebraucht habe, um zu wissen, wo man da drauf haut, die müssen wir aber auch irgendwo mitbezahlen. Und ja, so ein bisschen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie 1000 Euro haben möchte. Ne? Ich finde die Geschichte nur einfach dahingehend ein bisschen interessant, weil ja, das ja häufig so ist, dass man, das geht auch mir selber so, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, so ein Video ist ja ruckzuck passiert. Ja, ja, aber auch nur das deswegen, weil ich eben seit 10 Jahren über nicht viel anderes nachdenke als über den Wald. Und sehr viel Zeit da rein investiere, um da über den Wald nachzudenken. Und wenn man das dann anteilig auf die entsprechenden Videos noch anrechnet, dann steckt da doch deutlich mehr Arbeit drin. Aber ja, das wollte ich einfach nur kurz mal erzählt haben. So, und damit bedanke ich mich, wünsche einen schönen Abend voraussichtlich. Meistens ist abends, wenn ihr es guckt, sagt die Statistik. Und bis zum nächsten Mal. Da vorne ist die Talsperrenbrücke und dann bin ich auch gleich wieder im Auto. Macht's gut!